starten. Weil ich denke, wir sind auch fast vollzählig, denn die meisten sind ja mal schon 5 Minuten vorher drin. Und was ich jetzt so erzähle, das ist dann auch kein Geheimnis, aber es ist im Prinzip schon wichtig, dass wir das mal irgendwie gehört haben. Das Tabellenbuch ist das Einzige, was dir in der Prüfung wirklich hilft. Und da musst du, da steht ja auch so viel drin. Alles wissen kann man nicht, sage ich immer. Darum musst du wenigstens wissen, wo es steht. Also ich will das mal am Beispiel jetzt mal so deutlich machen. Wenn es um die Frage geht, Zerspannung, es ist immer ein Thema der Zerspannung. Dass du natürlich Schnittkräfte rechnen können musst und so weiter. Das wissen wir alles. Aber als Beispiel, wie jetzt hier zum Beispiel Schnitttiefe und Vorschub zu einer günstigen Spanart führen. Alter, das lernst du doch nicht auswendig, oder? Das musst du dann, wenn sie dich danach fragen, finden. Und ich wusste doch bis eben gar nicht, dass es hier im Tabellenbuch drin steht. Und ich glaube, so ging es ja wohl vielen. Das hat doch keiner von euch gewürdigt. So. Was ich sagen will ist, du musst dich einfach versuchen, das Selbstvertrauen zu haben, dass ich etwas im Tabellenbuch wiederfinde, auch wenn es nicht gefragt ist, also vorher besprochen worden ist. So. Und da gibt es viele, viele kleine Beispiele, an denen man rumarbeiten kann. Genauso mit dem Werkzeugverschleiß und so weiter. Eine typische Frage ist manchmal, was ist Standzeit? Erklären Sie mal bitte den Begriff Standzeit. Und auch dann hast du keine Ahnung, weil keiner von uns hat das vorher gerade gelesen. Dann kannst du sagen, Standzeit an Schneiden ist im Grunde genommen nichts anderes als die Zeit, die zum Erreichen einer bestimmten Verschleißmarke verstreicht. Und das heißt nicht, dass die Schneide deshalb nichts mehr taugt. Das heißt nur, dass sie im Grunde genommen schon hier vorne ihren Freiflächenverschleiß verloren hat. Und dann entsteht natürlich beim Zersparen hier Reibung und dann besteht die Gefahr, dass die Klinge überhitzt und natürlich dann auch abbricht oder zu schnell einfach abstumpft oder ausbricht sogar natürlich. Und diese Dinge, das musst du praktisch erstmal so richtig für dich akzeptieren. Und wie man mit dem Tabellenbuch gleich arbeitet, das werden wir uns ja anschauen. Alina, hast du deine Maschine zum Laufen gekriegt? Oder wenn du Sprachprobleme hast, hätte ich beinahe gesagt, mit deiner, sag mal schnell, mit deinem Mikro oder sowas. Wir haben ja so einen Chat, da kannst du dann gerne mal reinschreiben, was da los ist. Dann würde ich die anderen Teilnehmer mal bitten, falls da irgendjemand was in den Chat reinschreibt, was denn praktisch dort steht. Ich gucke da nicht mehr drauf, weil ich bin jetzt gleich hier in meinem Prozess drin und so weiter und so weiter. Also, zweite Mal, Adam, ich hoffe, das haut einigermaßen hin. Alles, was wir nachher an Originalprüfung haben, muss ich verpixeln, wenn ich das denn jetzt hier auch aufzeichne. Das nervt mich zwar immer, weil ich es selbst natürlich gar nicht gerne tue. Darum musst du diese Prüfungsunterlagen für dich selber haben, damit du dann im Grunde genommen an dieser aktuellen Prüfung eben auch mitarbeiten kannst. Aber das gilt für die alten Prüfungen genauso. Ich darf hier keine Copyright-Verletzung begehen und dadurch, dass wir beide jetzt hier an einer Zeichnung gemeinsam arbeiten, ist das im Genau. Und aber wir gucken uns eigentlich im Prinzip, wir versuchen uns im Sinne dessen zu bewaffnen, dass wir eigentlich alles können. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Tabellenbuch ist das A und O, wie man damit arbeitet, wo wir was finden, das wollen wir gleich trainieren. Und dazu brauche ich natürlich dann im Grunde genommen immer so eine Art Musterbeispiel oder irgendwie eine Aufgabenstellung. Und hier steht ja zum Beispiel schon auch drin, was wir machen wollen. Wir wollen uns diese Funktionsanalyse des Bootsantriebs angucken. Wir wollen uns Normteile und Werkstücke und Werkstoffe aus den Stücklisten heraussuchen und deren Bedeutung analysieren. Als Bonus habe ich mir mal so überlegt, wir werden nicht alles schaffen. 90 Minuten wirst du gleich merken, das läuft so schnell daher. So schnell kannst du gar nicht richtig gucken, dann ist das Ding abgefrühstückt. Dann sehen wir auf jeden Fall diese Fertigungszeichen, also den Montageplan der Antriebswelle. Habe ich mal gedacht, okay, komm, lass uns mal überlegen. Hätte ja auch sein können, weil das in der Vergangenheit immer wieder mal gefragt worden ist. Mach mal einen Demontageplan von dem Teilchen. Man könnte auch wir diskutieren die Fertigungszeichnung der Welle, Position 1. Naja, und wenn wir dann noch Zeit haben, was wir in den allermeisten Fällen vielleicht zumindest zum Abschlussgespräch noch uns dann trotzdem nehmen, lassen wir dann die Stunde nochmal Revue passieren, um zu sehen, wo wir da so landen. So, das ist der Tagesplan für heute. Jens ist auch schon längere Zeit dabei gewesen. Freue mich, dass du da aktiv wieder dabei bist. Peter, kannst du mich hören? Bist du erstmalig oder zweitmalig am Start?
Okay. Also, dann schreibst du im Herbst jetzt hier auch mit im November, ne? Okay, super. Wenn irgendwelche Fragen sind, hau immer rein. In der Aufnahme, die ich jetzt hier laufen lasse, werdet ihr nicht drin sein, einfach weil ich nicht eure Stimme da missbrauchen will, um dann hier auch keine Copyright-Verletzung zu begehen. So, Sergej, was ist mit dir? Auch das zweite Mal, erste Mal? Aha. Ja. Ich drücke dir mal die Daumen, dass wir, ich sag mal, das Orakel in richtiger Art und Weise befragen und das Richtige hier machen, weißt du? Es ist immer so eine Art Orakel und es gibt Standardfragen, die kommen immer wieder und da können wir uns kaum irgendwie anders gestalten, weißt du? Sven, was ist mit dir? Erste Mal, zweite Mal? Okay. Ja, ich wünsche, dann gilt das Gleiche für dich auch, dass wir im Prinzip sehen, dass wir irgendwie alle Themen abarbeiten. Und naja, das Wichtigste ist immer so erstmal reinkommen in so eine Zeichnung und so weiter. Alina, klappt das jetzt mit deiner Akustik da? Ich sehe, du hast zumindest mal dein Mikro schon mal angeschmissen. Ja, ich hatte schon Angst, weißt du, weil es ist immer blöd, wenn ich so ins Leere spreche und vielleicht denke ich immer, naja, die meisten sagen nichts, weil ich frage die richtigen Fragen schon immer mir selber. Aber es ist doch schön, wenn wir zumindest dann alle irgendwie dann da miteinander reden können, wenn es denn Not am Mann ist, ne? Oder an der Frau, muss man ja innen, ne? So, genau. Bootsantrieb. Die Zeichnung habt ihr. Ich lege das Ding mal jetzt hier vor mich hin und muss allerdings jetzt tatsächlich mal so ein kleines bisschen versuchen hier, das Ganze irgendwie so hochkant zu nehmen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ganz ideal ist. Aber es muss auch so ein bisschen groß sein und ich muss es jetzt immer wieder mal so ein bisschen rauf und runter schieben. Aber ihr habt das. Und wenn ich jetzt irgendwo mal was erkläre, passiert mir nämlich wieder. Dann gehe ich mit dem Finger nach da oben und ihr seht es nicht. Dann heißt es, schiebt mal runter den Zauberkram. Und keiner von euch hat doch je zuvor so einen Bootsantrieb irgendwie gesehen, oder? Jedenfalls nicht sowas hier, oder? Wie komm ich damit zurecht? Also das Erste, was ich mir mache, ich schnappe mir immer zwei Dinge. Ich nehme mir die Stückliste vor und ich nehme mir die Zeichnung vor und ein Bootsantrieb, der ist ja vielleicht so ein kleines bisschen selbst, so ein Außenborder, hast du ja vielleicht schon mal gesehen, wenn der da so ein Miefquirl da im Wasser rumplanscht, weißt du? Und ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Ich muss das jetzt hier quasi mal so ein bisschen festhalten und einfrieren. Ich nehme mir auch ein separates Blatt, an dem ich dann hier sozusagen die Erklärung machen will. Aber da muss ich mal gucken, wie das hinhaut, weil es ist echt immer so ein richtiger Scheiß, weil alles, was du jetzt siehst, muss ich hinterher verpixeln. Und das ist echt nicht zielführend, aber naja, bevor mich die IHK verhaftet und die tun das, da kannst du sicher sein, werde ich das dann so machen müssen. Gut, dann guck doch mal rein. Was weißt du denn? Also wir beide sind uns doch einig, dass es immer eine Stückliste gibt, die die Einzelheiten beschreibt. Und wenn ich mir das so angucke, das Teilchen, dann erkenne ich vielleicht mit Ach und Krach, dass das hier die Position 10 sein soll, dass das ein Propeller sein soll. Daraus könnte ich vielleicht so ein bisschen schon mal was erkennen. Und jetzt gehe ich her und werde mir Position 10 angucken und sagen, aha, Propeller. Guck doch nach, steht ja auch drin. Und dieser Propeller ist aus einem Werkstoff gemacht, der heißt 16 Mancro 5. Gut, wollen wir jetzt nicht im Detail alles besprechen? Doch. Ich finde, wenn wir jetzt über Werkstoffe und all diesen ganzen Zusammenhang reden, könnten wir uns das gleich angucken. Aber jetzt darf ich mich nicht verzetteln. Das ist bei Haku echt schwierig, wo man anfängt, wo man aufhört. Wir wollen erstmal über die Funktion dieses Dings sprechen. Wie funktioniert der ganze Krempel überhaupt? Also mit viel Fantasie kann ich mir beim Bootsantrieb vorstellen, dass der Propeller wohl im Wasser ist, oder? Also das male ich mal so ein bisschen blau, einfach nur mal so umrisstechnisch rein und sage, okay, alles klar, der ist jetzt irgendwie gekrümmt und ich weiß auch nicht wie, ist mir auch alles ehrlich gesagt ziemlich scheißegal, aber das Ding muss irgendwie im Wasser drin sein und wenn sich das Teilchen dreht, dann wird er uns die Vorschub- oder Rückschubkraft liefern. Genau, so wird es sein. Jetzt gucke ich mir das ganze Spielchen nochmal an und ich gehe hier rein und sehe, wie ist der Propeller denn jetzt hier befestigt? Also ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Also ich erkenne auf jeden Fall mal, dass hier vorne eine Passfeder eingebaut ist. Kannst du die vielleicht mal erkenntlich machen, auch wenn das jetzt klein ist und so weiter. Das heißt, die Drehmomentübertragung erfolgt hier mit einer Passfeder. Sind wir uns einig?
Kannst du das erkennen? Die Passfeder ist die Position 8. Versuch sie doch schon mal zu kennzeichnen. Also die habe ich ja schon mal besprochen und da sehe ich auch schon, was da jetzt hier für Maße und so weiter drin steht. Das erkenne ich auch. Das heißt, die Passfeder dient zur Drehmomentübertragung dieses ganzen Gebildes. Das habe ich verstanden. Und hier am anderen Beispiel habe ich ja auch noch was liegen. Das wird hinterher auch verpixelt sein. Nützt alles nichts, weil ich kann es nicht immer so sauber rausarbeiten. Aber hier siehst du jetzt, hier ist auch eine Passfeder drin. Das ist ein Zahnrad und das sitzt auf einer Welle drauf. Und diese Welle wird natürlich dann die Drehmomente über die Passfedern übertragen. Richtig. Habe ich kapiert. Damit ist quasi formschlüssig der Propeller mit der Antriebswelle verbunden. Ich weiß jetzt gar nicht, welches die Position ist. Die Antriebswelle, das ist die Position 1. Von mir aus kann man da oben gerade, glaube ich, nicht mehr sehen, oder? Kannst du ja vielleicht ein bisschen runtersaugen. Okay, da sehe ich jetzt die Antriebswelle. Wieder ein 16 Mankro 5. Habe ich kapiert. Damit der Propeller nicht abfällt, kann ich also zumindest mal erkennen, dass hier die Position 12 drauf ist. Also fangen immer von der Aktion an. Wenn da irgendwas steht, was es ist, dann fang irgendwo an. Aber ein Propeller im Wasser, das ist für mich am einfachsten. Und Position 12, das ist eine Hutmutter. Das kann ich schon erkennen, dass die hier vorne aufgezogen ist. Und das müsste hier jetzt auch irgendwo stehen. Ich will ja nur die Position haben. Eine Hutmutter M10-6. Auch das werden wir uns angucken. Über die Bezeichnung reden wir gleich. Jetzt geht es um die Funktion. Ich erkenne aber ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr. Ich erkenne auch, dass da drunter eine Unterlegscheibe ist. Das ist die Position 11. Klar, das muss ich jetzt so ein bisschen blöd lesen, aber so habe ich es mir jetzt mir vorgestellt. Position 11 ist eine Unterlegscheibe. So wird sie benannt und ich gucke auch immer in die Norm rein. Alles richtig. Grünes Licht. Dann hat er hier außen, ich will das jetzt hier mal tatsächlich mal so ein bisschen grün anmalen oder vielleicht auch gerne orange oder rosa habe ich hier noch. Ich habe also so viele Farben habe ich in diesem dicken Wurstfinger nicht hier. Aber hier geht es rosa rum. Und was ist das? Nur mal so als Idee. Na, Position 31. Ich habe keine Ahnung, was 31 ist. Dann schieb den ganzen Mist hier wieder rauf und dann guckst du nach, bitte. Und vielleicht kriegen wir dann Position 31 ja gelistet. Position 31 ist eine Abdeckkappe. Die ist aus einem Werkstoff hier gefertigt. Ist auf jeden Fall ein Metall. Darf ich mir überlegen, dass praktisch dieses Metall hier, diese Metallkappe, vielleicht auch den Korrosionsschutz gewährleisten soll hier zu dem ganzen Gebilde? Weiß ich jetzt nicht. Okay, aber das soll wasserseitig da abgedichtet sein, sodass hier an diese Verbindung kein Wasser rangehen können soll. Das glaube ich ist eine tolle Überlegung, aber ich glaube, sie ist wirklich nicht zielführend. Aber nun gehen wir weiter. Das heißt, diese Welle hier, die male ich mal gelb, weil ich will nicht so viel Farbe da rein pumpen, weißt du, weil je mehr Farbe ich da rein tue, desto weniger sieht man. Aber diese Welle hier, die male ich mir wirklich mal gelb an. Also sie geht hier los, da ist die Passfeder drin gewesen, das habe ich verstanden. Sie geht hier ein Stückchen weiter und hat dann hier ein Gewinde drauf, das verstehe ich auch. Hier vorne, da sehe ich praktisch einen Wellenstumpf. Und bevor ich jetzt weitermache, sehe ich schon, die wasserseitige Abdichtung erfolgt hier über diese Teilchen hier. Was sind das für Teile? Diese hier, dieser Kasten, den man hier so schwer sieht. Ich kann auch nicht mal erkennen, welche Position das sein soll. Das ist Position 34, kann das sein? Ich weiß es nicht. 34 geht hier so runter und landet dahin. Ich gucke mal nach. Position 34, das ist ein Radialwellendichtring. Ja, mein Lieber, da hast du richtig erkannt. Das ist also eine wasserseitige Abdichtung, damit gewissermaßen das Wasser, das auf der Seite hier rumeiert, zumindest mal nicht in das Innere dieses Gehäuses hineinfließen kann. Okay, haben wir ja schon richtig was erkannt. Position 34 haben wir auch abgefrühstückt. Dann geht das Ganze weiter. Ich überlege gerade, was das hier sein könnte hier, ob die Welle hochgeht oder runtergeht. Nein, der Wellenbund geht hier vorne weiter. Das andere Teilchen ist tatsächlich, ich muss mal echt nachgucken, Alter. Das sieht aus wie eine Scheibe oder was? Ist das die Position 9, sag mal, die noch dazwischen liegt?
Woran erkennt er jetzt, dass das praktisch ein separates Bauteil sein muss? Naja, erst hatte ich gedacht, es könnte vielleicht eine Nut in der, im Gegenstück sein, aber dadurch, dass das Teilchen hier vorne durchgeht, weiß ich quasi, dass das vollzählig da sein muss und das sieht für mich aus wie eine Scheibe oder was verdammt. Position 9 ist ein Sicherungsring. Okay, Alter, das habe ich jetzt auch kapiert. Position 9 als Sicherungsring will ich mal gerne gelb malen. Und wie so ein Sicherungsring aussieht, ich glaube, das ist dem einen oder anderen doch sicherlich schon irgendwie auch bekannt, oder? Das sind diese Dinger hier, die sehen so aus. Die werden praktisch, heute könnt ihr es nochmal richtig cool sehen, in der, leibhaftig, wenn du so willst. Weil nachher ist es eben, wie gesagt, immer verpixelt. Der wird auf die Welle draufgesetzt und soll also sicherstellen, dass sich da nichts verschieben kann. Naja, wenn sich etwas nicht verschieben soll, dann kann es sich vermutlich nur um diese Lager, zwei Lager handeln. Welches Lager sind das denn? Also hier ist, das sind zwei Lager, die wollte ich jetzt mal mit grün einzeichnen. Diese Lager hier, eins, zwei, das sind Wälzlager. Genau, aber es sind zwei Stück. Ja, diese Wälzlager, die haben nämlich jetzt eine Aufgabe. Naja, einmal das Teilchen in radialer Achse zu lagern. Aber du kannst dir ja vorstellen, wenn der Propeller nachher hier Druck macht, dann wird sich die Welle auch verschieben wollen. So wird hier an dieser Stelle eine sogenannte Axialkraft aufgenommen. Das heißt, das muss irgendwie, das sind zwei Schrägkugellager in X Einbaurichtungen, die geeignet sind, sozusagen Schubkräfte, die Vortriebskräfte sozusagen hier aufzunehmen. Das heißt, die Krafteinleitung von dem Propeller wird also hier an dieser Stelle über das Gehäuse und so weiter und dann am Ende bis in die Bootsmitnahme oder dann gewährleistet. Okay, so, muss man das schon wissen? Kann man ja ruhig schon mal drüber reden. Welche Position ist denn das, bitteschön? Stimmt denn überhaupt, was ich eben gesagt habe? Position 7, das sind, was hat er gesagt? Position 7 sind Schrägkugellager. Jawohl. Schrägkugellager, eben vorgespannt. Das heißt also, wir haben hier wirklich, also die Bauteile werden so gefertigt, dass hier die Druckrichtung ist das, nee, das ist O, André, ich hatte eben X-Richtung gesagt, ich hatte es nur nicht richtig erkannt. Was hat er eben geguckt, damit du auch mal meine Gedanken so mitkriegst? Warum hat er eben O-Anordnung oder X-Anordnung geredet und hat es dann auch am Ende noch falsch gesagt? Das sieht so aus. Du hast gewissermaßen hier den Druckpunkt und da den Druckpunkt. Dann kannst du sagen, das sind die Druckebenen. Das hast du auf der Seite auch und auf der Seite auch. So, und dann siehst du schon, dass hier praktisch in der Mitte, das sieht aus wie ein O. Wenn die Druckrichtung auf der anderen Seite wären, dann hätten wir eine X-Anordnung. Das wäre also die Schrägkugellager, unter Bemerkung würde ich schreiben, in O-Anordnung, aber das ist eine Bemerkung, Schrägkugellager, in, schreibe ich schon mal hin, in O-Anordnung, Anordnung. So, alles klar, das habe ich gesagt. Kann man nachher auch ganz gut alles nachvollziehen, weil hier ist manchmal wirklich das gesprochene Wort wichtiger als das geschriebene. Aber soweit, so gut. Ich will gar nicht wissen, ob ihr das auch erkannt hättet. Aber du warst jetzt dabei, im Grunde zu beschreiben, wie die Welle weitergeht. Irgendwo muss die Kraft ja herkommen, die den Propeller antreibt. Na, die Welle muss dann ja hier nochmal weitergehen. So, alles klar. Das ist die Welle hier, sehe ich auch. Dann ist auf der Welle endlich mal diese Verzahnung da eingearbeitet. Das heißt, das gehört auch noch mit zur Welle. So, was auch immer das da jetzt ist, ich habe keine Ahnung, das werden wir uns in der Einzelteilzeichnung nochmal angucken. Aber dieses hier, das ist eine Trapezverzahnung oder irgendwas. Aber ich habe es echt immer noch nicht so richtig verstanden, wieso das so möglich sein soll. Wie die eigentliche Kraftübertragung vonstatten gehen soll. Denn ich sehe hier jetzt, und das male ich auch mal mit einer hellen Farbe, das kann eigentlich im Grunde genommen vielleicht nur noch grün sein. Das ist praktisch diese Schiebehülse hier. Du kannst sehen, Vorwärts-Rückwärtsgang. Das heißt, das ist so eine Art Kupplung, verstehst du? Das heißt also, wenn ich diese Schiebehülse hier jetzt im Inneren verschiebe über irgendeinen Mechanismus hier, dann wird es an diesen Stellen hier, ich suche hier meinen schwarzen Stift, da ist er doch schon wieder, das wird hier, dann wird hier an diesen Stellen eingekuppelt. Das heißt, die Zahnräder hier, die hier jetzt irgendwie vorliegen,
was auch immer, die werden hier in diesem Bereich eingekuppelt. Das ist das Zahnrad und das ist praktisch diese Schiebehülse auf beiden Seiten gleichzeitig. Das ist also im Prinzip so eine Klaue, die geht dann da rein in die Lücken von dem Zahnrad sozusagen und dann wird quasi das Zahnrad zur Mitnahme aktiviert. Ich hätte beinahe gesagt, naja, nun ist es doch aber auch so, dass so ein Bootsantrieb nicht immer nur vorwärts oder rückwärts fahren soll, sondern der soll mal aufhören zu gurgeln, obwohl der Motor da unten weiterläuft. Ja, dann schiebst du die Schiebehülse genau so weit, dass praktisch weder die linke noch die rechte Klaue in Eingriff kommt und dann hättest du praktisch antriebslos den Propeller geschaltet. Der Motor würde hier immer noch fleißig weiterdrehen, aber es würde keine Mitnahme auf der rechten oder auf der linken Seite des Kegelrades erfolgen. Oh Mann, ey, muss man das alles wissen? Naja, keine Ahnung, ich weiß es ja auch, sage ich immer, ne? Ich kann das ja erkennen. Ich muss mir das angucken, um dann auch zu Vorwärts-Rückwärtsgang, habe ich ja kapiert. Und wenn er vorwärts schaltet, dann ist er hier eingerostet. Und wenn er rückwärts schaltet, schiebt er den ganzen Block rüber und dann ist es auf der anderen Seite eingerostet. Warum das so ist, weiß ich nicht, weil wir wissen doch, vorwärts und rückwärts, das sind doch zwei Drehrichtungen von dem Propeller. Welche das jetzt sind, weiß ich doch schon. Das heißt also, das jedenfalls. Wie genau weiß ich jetzt nicht, weil ich muss mir dann auch den ganzen Antriebsschrank angucken. Aber das mit der Schiebehülse, das habe ich verstanden. Die wollte ich grün malen, damit du auch weißt, Digga, das ist jetzt hier praktisch die eigentliche Kupplung, die im Grunde genommen dafür sorgt, dass jetzt der Propeller überhaupt dreht und in welcher Richtung auch immer er dreht. Weißt du so? Und das glaube ich, wenn man das sich hier so einmal so anmalt, dann versteht man vielleicht auch einfach den technischen Sachverhalt immer besser. Denn wir wollen ja nachher einen Demontageplan machen, um dann praktisch hier an die Antriebswelle, die da ja jetzt schon gezeichnet ist, heranzukommen. Und da wollen wir mal sehen, ob uns das gelingt. Das war ja keine Frage in der Prüfung, aber ich meine, hätten die genauso gut fragen können, das wäre überhaupt nichts Unanständiges gewesen und warum auch nicht. Okay, es geht weiter. Dann sehe ich hier wieder so ein Wellenende. Alles klar, das verstehe ich. Da muss es irgendwie weitergehen. Da muss noch eine Lagerung kommen, verdammt, sonst geht es ja nicht. Und diese Lagerung sehen wir beide wieder hier. Auf diesem Wellenbund, wenn du so willst, da sind die anderen Kugellager. Da ist die Position 6 drauf. Die Position 6 ist das Teilchen hier und das ist ein Rillenkugellager. Ein Rillenkugellager ist nicht für die Aufnahme von Axialkräften geeignet. Was meint er damit? Ich habe hier ein Kugellager liegen. Siehst ja selber. Wenn ich also von oben rauf drücke, dann habe ich radiale Kräfte, dafür ist es gut. Das heißt also, wenn es da eingebaut ist und ich drücke jetzt also in dieser Richtung sozusagen, also hier so in dieser Richtung, alles gut, ich darf nur nicht so drücken. Das heißt also, diese Bewegung kann das entsprechende Lager nicht aufnehmen. Dafür hat er ja auch hier praktisch das sogenannte Festlager eingebaut. Aha, ey, da kommen ja jetzt Begriffe, von denen wusste ich gar nicht, dass es sie gibt. Naja, ich kann es ja auch nicht ändern. Dieses Lager hier, das ist das Festlager. Soll ich das da einfach mal reinschreiben? Warum denn nicht? Festlager. Dann ist das hier drüben auf der anderen Seite das Loslager. Okay, Loslager. Da kann sich nämlich praktisch eine Verschiebung realisieren. Da siehst du nämlich, dass hier vorne das Gehäuse aufgebohrt ist und da kann das Radiallager sich also mikroskopisch hin und her verschieben. Okay, habe ich kapiert. Position 6 hast du auch durch. Ja, Mann, und stotter mal langsam. Also das heißt, hier sitzt quasi das Rillenkugellager drauf, richtig? Ja, und dann kommt da etwas, was ich jetzt gar nicht so richtig erkennen kann. Ich weiß aber auf jeden Fall, ist hier hinten nochmal das Wellenende irgendwie zu Ende. Das muss da hinten irgendwas sein. Und dann kann ich jetzt mal spekulieren über die entsprechende Position Nummer 14, was denn bitte schön da sein könnte. Und das ist eine Nutmutter. Nutmutter habe ich hier tatsächlich bei mir nicht am Start, aber da weißt du schon, da ist eine Nut in der äußeren Scheibe drin. Also muss hier, und da sehe ich dann jetzt auch den ersten Zeichnungsfehler, ein Gewinde sein, das hier am Wellenende vorliegt. Und da bin ich mal ganz gespannt, wie das hier jetzt aussieht. Könnte natürlich sein, dass der Zapfen hier vorne kleiner ist und dann erst das Gewinde kommt. Aber ganz ehrlich, hier am Ende des Gewindes, am Ende dieses Wellenendes muss ein Gewinde sein. Und Position 14, da steht jetzt KM3. Alter, keine Ahnung, was das ist. Ehrlich gesagt, noch nie gesehen. KM3. Wo war das gewesen? Position 14. Position 14,
KM3. Das hört sich für mich so an, als wäre das ein metrisches Gewinde 3, aber ganz ehrlich, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und weil ich das jetzt auch nicht genau weiß, bevor ich jetzt mal hier so weitermache, wollen wir einfach mal gucken, ob wir das Ding hier jetzt zufälligerweise im Tabellenbuch wiederfinden, diese Nut-Mutter. Ja, weiß ich nicht. Schlag doch mal auf. Wenn es um Normteile geht, so wie wir das jetzt hier haben, Position 14, KM3, hat er eine Norm da drin? Ich weiß nicht, ist das jetzt 98? Also es muss 981 sein. Und wenn ich Normen suche, die ich nicht kenne, dann gehe ich hier rein und werde mir am Ende des Tages hier dieses Normverzeichnis schnappen. Und ich meine, ihr dürft mir ruhig helfen, verstehst du? Und dann suche ich mir das mal hier entsprechend heraus. Es sind ja nicht so viele. Nochmal genau gucken. 14, 14, 14, das ist den. Okay, das heißt also, wäre ich jetzt hier richtig? Ganz genau. Und jetzt müsste ich mal gucken, ob ich irgendwas, schon wieder vergessen hier, 981 finde. 981 und dann finde ich sie zufälligerweise. Nutmuttern für Wälzlager. Okay, hast ja noch nicht viele von eingebaut. Was weiß denn ich? 2, 7, 8. Schlag mal auf. 2, 7, 8, da bist du schon ganz nah dran, als wenn das Tabellenbuch gewusst hätte, wo ich hin will. Und mein schwaches Auge eröffnet mir praktisch hier diese Tabelle hier. Hier siehst du den Einbau im Übrigen. Und was mich interessierte, ist, da muss ein Gewinde drin sein. Das hatte ich eben nicht kapiert, ehrlich gesagt. Und das Gewinde wird hier jetzt nicht direkt geschrieben stehen, sondern verklausuliert. Okay. Nutmutter, wir können wieder da entsprechend in die wunderbare Stückliste reingucken. Ich hoffe, man kann das so einigermaßen jetzt beides sehen. Position 14, da steht KM3. Ja, ich habe keine Ahnung. Bei KM3 müsste ich also hier tatsächlich das Kurzzeichen heraussuchen, dann finde ich es hier. Und ich muss jedes Mal gucken, ist es rechts oder links? Hier ist es links, das ist ein M17 mal 1. Okay, wir werden das einfach mal so mitnehmen. M17 mal 1. Und hier sehen wir ein sogenanntes Einbaubeispiel. Da ist nämlich hier nochmal so eine Sicherungsscheibe mit eingelegt, weil da ist unten auch eine Nut drin, damit durch Umschlagen der Lasche später das selbstständige Lösen dieser Mutter verhindert wird. Boah, Alter. Sicherungsscheibe heißt das Ding. Also Sicherungsscheibe habe ich die hier vielleicht auch irgendwie. Das könnte nicht sowas hier sein. Doch, das könnte genau das hier sein. So ein Sicherungsblech könnte das sein. Guck mal, so ein Sicherungsblech. Das wird da reingelegt, wird in die Nut reingeschoben, die dann in der Welle drin sein muss. Und trara, kann es sich hier unten nicht verdrehen. Und wenn ich die Laschen umschlage, dann ist damit sozusagen die mechanische Verklammerung der Mutter gewährleistet. Oh Mann, hast das alles auswendig gelernt? Naja, irgendwie geht das Leben ja weiter. So, Digga, das hast du sehr schön erklärt. Du merkst schon, ich lobe mich immer selber, denkt euch nichts dabei. Weil, wer soll es denn sonst tun? Und außerdem kommt das Lob dann auch aufrichtig bei mir an. Das mag ich immer besonders gerne. So, sehr witzig. Wir wollen uns dann noch mal angucken, was denn jetzt hier passiert. Das habe ich alles verstanden. Jetzt sind wir uns einig, dass verdammt noch mal, dieses Kegelrad, so heißt das richtig, ich muss erstmal nach der Norm suchen und nach der Normbezeichnung. Das hier ist ein sogenanntes Kegelrad. Und das Kegelrad geht genau bis hier vorne hin. Und dieses Kegelrad dreht sich, sonst kann das ja gar nicht funktionieren. Sind wir uns einig? Dieses Kegelrad dreht sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, und es liegt aber auch nicht direkt auf der Welle auf, sondern die Kraftübertragung erfolgt jetzt, das muss man sich eben auch klar machen, von hier erfolgt nachher der Antrieb. Hier an dem Flansch da unten. Ja, den musst du auch ein bisschen höher machen. Das ist der Antrieb. Das ist die Antriebsseite. Antrieb. So, und wenn ich jetzt hier drehe, fange ich doch irgendwie mal an. So zum Beispiel. Ich drehe das Ding jetzt rechts rum. Dieser Antriebsstang wird hier vom Motor jetzt rechts gedreht. Der hat immer nur eine Richtung. Sind wir uns einig? Der Antrieb, hier kommt jetzt der Ottomotor dran oder der Diesel oder der Verbrennungsmotor. Ein E-Motor kommt da nicht ran. Weil ein E-Motor könnten wir elektrisch umschalten und bräuchten diesen scheiß Mechanik-Kack nicht. Das ist ein Verbrennungsmotor hier. Verbrenner, der hier rangehört. Und da siehst du schon, so, wo wir alle Angst vor haben, wir Metaller, ehrlich gesagt. Wenn es ein Verbrenner ist, dann brauche ich hier vorne dieses
Getriebeteilchen, um die Drehrichtungsumkehr zu gewährleisten. Denn ich kann den Motor ja nicht schlecht ummontieren und dann rückwärts fahren oder vorwärts fahren oder null. Ausmachen kann ich ihn, aber das war's dann auch. Beim E-Motor würden wir quasi direkt antreiben und den E-Motor in der Richtung umkehren. Ein wesentlich einfacheres mechanisches Konstrukt. Und naja, wenn wir nichts mehr zu tun haben, haben wir die Arschkarte und so gilt das also. Na, wie auch immer. Hier haben wir jedenfalls diese noch ein Kegelrad, das eben für die andere Drehrichtung ist. So ist es jetzt echt gemacht. Und beide Kegelräder werden angetrieben hier vorne über ein weiteres Kegelrad. Das heißt, hier dreht sich das Ding und ich male jetzt die Drehrichtung hier oben mal ein. Wenn sich dieses Teilchen hier oben dreht, zum Beispiel in der Richtung, dann muss ich mal fragen. Hast du jetzt voll blöd reingemalt, du Idiot. Na, ich kann es nicht mehr ändern. Ich kann aber erkennen, dass hier vorne ein Kegel ist, ein Kegelsitz ist. Das heißt also, hier ist noch ein Kegelrad. Okay, stimmt das denn wirklich? Das sind also drei Kegelräder hier drin verbaut. Ja, ist so. Drei Kegelräder. Und dieses Kegelrad dreht sich immer, dieses in der Mitte. Das dreht sich immer. Dieses Ding, das dreht sich immer. Immer in eine Richtung und immer rechts rum. Kannst du das mal vielleicht ein bisschen besser machen? Ja, ich versuche es ja hier. Das wäre das Kegelrad, das auf der Antriebswelle hier jetzt vom motorseitigen Strang über eine Kegelverbindung hier sozusagen dann entsprechend die Drehrichtung überträgt. Und wenn sich der jetzt hier so herumdreht, kannst du dir überlegen, das Ding dreht sich so herum, dann wälzt das andere Gebilde so auf dieser Ebene ab. Kannst du das erkennen? Das heißt also, dieses hier wäre dann jetzt praktisch der Vorschub, also vorwärts, vorwärts. Das heißt, das habe ich kapiert. Also so wie es geschaltet ist, es geht hier rauf in der Drehrichtung, nochmal in ganzen Sätzen. Darauf, und das muss man irgendwie lesen können, wenn sich der Scheiß da in diese Richtung, der dreht sich so herum, dann muss sich der so herumdrehen. Alles klar, das heißt, der Propeller wird in der Vorwärtsfahrt so rotieren. Gedankenspiel, wenn jetzt das Ding rüberrutscht, klack, und zwar auch hier jetzt einkuppelt, dann dreht sich das Ding jetzt immer noch, warte mal, so rum, habe ich gesagt, dreht sich so rum, dann muss sich das Ding hier aber so rumdrehen. Das Kegelrad selbst dreht sich dann so rum. Aha, nee, jetzt bin ich raus. Das dreht sich so rum, dann dreht sich der genau andersrum. Das war mein Fehler eben. Das war falsch, weil das Kopfkino hat bei mir leider nicht funktioniert. So, aber wir sind ja hier auch im Prinzip unter uns. Das hat ja keiner gesehen. Mache ich also weg hier. Mal das schnell nochmal blau über nach dem Motto, hat ja keiner gesehen. Und ich hätte es auch einfach stumpf hinmalen können, aber ich wollte es auch in meinem geistigen Auge sehen. So rum, so rum, so rum, so rum. Alter, das muss ich echt mir richtig schön vorstellen. Und dann kannst du sagen, dann ist diese Drehrichtung rückwärts. Rückwärts. Und in der Nullstellung, da gibt es eine Nullstellung, wenn das Ding links und rechts also praktisch frei läuft hier, dann ist das Ding sozusagen in der Nullstellung. Denn die Nullstellung, die hat er mir hier jetzt gerade mal nicht eingezeichnet, das mache ich aber. Nullstellung, Nullstellung. Kann man das eigentlich alles so, jetzt was ich hier so erklärt habe, hier herauslesen? Ich frage mal irgendjemanden hier. Sergej, ich fange mit dir einfach an. Irgendeinen trifft's immer. Soweit schon. Also im Prinzip war ja Gott sei Dank keine Frage dazu, ne? Also ist doch klar. Also, aber es geht ja auch, und das muss ich aber auch mal dazu sagen, es geht ja nicht immer nur darum, um Prüfungen abzuarbeiten, sondern es geht ja auch um technisches Verständnis. Also finde ich jedenfalls. Und eigentlich könnte man fast sagen, es geht ja auch um den Spaß, Technik zu verstehen. Und das gefällt mir schon mal bis hierhin ganz gut. Aber jetzt kommt noch mal so eine ganz hässliche Gretchenfrage. Was sind diese komischen Pyramiden da unten? Oder was soll das denn hier sein? Was meinst du bitte? Ja, ich müsste mir jetzt noch mal eine Farbe raussuchen. Ich habe nur noch hellblau, habe ich also alles verballert hier. Grün will ich nicht. Dann nehme ich noch mal hier dieses Orange hier. Was ist das hier? Dieses hier. Das hast du auf der rechten als auch auf der linken Seite. Was sind das? Ja, das heißt Stückliste suchen, richtig. Was sind das? Wo finde ich eine Position dazu, verdammte Scheiße? Da. Nee, Position 3. Eins ist die Antriebswelle.
Das sieht echt so aus. Du hast recht, es geht ja hier so durch, aber es landet am Ende da. Also Position 3 müsste es eigentlich sein. Wo ist sie denn hier? Position 3. Da. Das ist die Buchse. Das ist eine Buchse, da sind zwei Stück von verbaut. Stimmt. Links, rechts, oder? Okay, habe ich kapiert. Was sind denn das hier für... Wozu dient denn diese Buchse, verdammt? Diese Buchse dient als Gleitlager. Das heißt, hier ist ein Gleitlager impliziert. Also, am deutlichsten wird es doch für dich, wenn ich das Ding in die Nullstellung fahre und sage, keine Kupplungsseite ist eingerastet, aber der Motor läuft trotzdem. Verstehst du? Dann heißt, das Ding dreht sich hier fleißig weiter und dann dreht sich der auch. Das heißt also, hier zwischen muss es also ganz offensichtlich eine Gleitlagerung geben. Und zwar weiß ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht so ganz genau, wo der hier jetzt was lagert. Dreht sich jetzt das Ding da drauf oder dreht sich das Lager da drin? Weißt du, was ich meine? Wo ist er fest, wo ist er lose? Denk nach. Da kann ich jetzt gerade nicht. Kann ich beides lose sein? Weißt du, was ich meine? Ganz genau. Ganz genau. Weil es auf der einen Seite, das muss auch so sein, das eine dreht in die andere Richtung und das andere in die andere Richtung. Also, das heißt, hier ist die Gleitlagerverbindung. Einverstanden? Genau. Also, das Ding ist hier fest. Hier ist es fest drin. Einverstanden? Und da ist es also gelagert, gleitgelagert. Einverstanden? Alter, tolles Ding. Wäre ich nie drauf gekommen, wenn du mir nicht geholfen hättest. Na, danke. So, hier ist die Gleitlagerung. Gut, habe ich kapiert. Brauche ich jetzt nicht nochmal 10 Mal erzählen. Wird ja nicht besser dadurch. Alles klar. Was sind denn das für komische Kegeldinger da drin? Welche meinst du? Ich meine diese blauen, diese Kegelteilchen da. Kannst du die noch mal irgendwie kennzeichnen? Ja, dann nehmen Sie noch mal grün von mir aus. Grün. Drehen die sich mit oder drehen die sich nicht mit? Oh, das Grün kann ich mal wegschmeißen. Das hat meine liebe Schwieger, hier mein Enkelkind, missbraucht. Und seitdem kann ich nur sagen, Mülleimer mit dem Scheiß. Muss ich das Grün nehmen hier? Dieses hier. Was ist das? Das ist ein Distanzstück. Richtig. Welche Position ist das? Position 4. Wozu brauchen wir das? Naja, damit die Kegelräder nicht auseinanderlaufen, ne? Wenn ich mir vorstelle, ich halte das Ding hier jetzt mal fest. Dann habe ich hier die Achsmitte und dann muss sich das ganze Gebilde, dann dürfen die Kegelräder, die ja hier verschiebbar und drehbar gelagert sind auf diesen Teilflächen, nicht nach außen verschieben. Also erfolgt darüber sogar noch eine Kraftverbindung. Das heißt, das Ding wird, diese Kegelräder werden rechtzeitig rausgedrückt und dann dienen sie hier quasi zur Ableitung der. Naja, der Übersetzungskraft, wenn man so will, in links und in rechts. Ja, und dann nimmt dann doch dieses Kugellager auch Axialkräfte auf. Ja, das ist so. Das tut es auch. Dreht sich das Ding denn jetzt hier immer mit oder nicht? Da bin ich schon wieder zu blöd oder was? Also, wenn sich das Teilchen darum dreht, jetzt lassen wir es erstmal dabei, dann drehen sich diese Kugellager auch in dieser Richtung. Ist das richtig? Egal ob fest oder lose, dann müsste sich dieses Ding auch in der Richtung drehen. Oder es ist eben lose. Aber es muss sich mitdrehen. Dieses Teilchen muss sich mitdrehen, weil hier ist es ja irgendwie verbunden. Sind wir uns einig? Es berührt sich ja hier. Da ist die Kraft, die drückt dagegen. Und dann hast du hier quasi auf jeden Fall mal einen Mitnahmeeffekt für diese Distanzstückchen. Funktioniert ja auch alles super. Was passiert denn bitte, wenn wir jetzt eine Kraftumkehrung machen?
Was meinst du? Wenn sich das Ding jetzt so rumdreht, dann würde sich quasi die Welle so rumdrehen. Ja, aber das andere Kegelrad würde sich immer noch in die gleiche Richtung drehen wie das hier. Richtig. Und wenn sich die Welle dreht, dann muss das hier auch gleitgelagert sein. Sind wir uns einig? Das heißt, hier ist eine Gleitlagerung drin. Denn wenn sich das Kegelrad im Grunde genommen in die andere Richtung dreht, dann wollen wir nicht, dass es hier an der Stelle oder könnte auch an der Stelle sein. Also ist eine interessante Frage, kann man erstmal offen lassen. Wäre in der Prüfung mit Sicherheit jetzt erstmal, glaube ich, so kein Thema. Weil das ist natürlich eine schwierige Frage, jetzt zu sagen, Gleitlager hier, drückt dagegen, was weiß denn ich, Alter, zieht das raus. Also ein bisschen Spiel ist drin, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist das nicht so ganz unkritisch mit diesem Distanzstück bezüglich der entsprechenden Gleitlagergeschichte. Denn am Ende des Tages drücken die zusammen. Wenn die zusammendrücken, dann wird das mitgenommen. In der einen Richtung ist es gut. In der anderen Richtung kann ich es jetzt gerade mal so nicht erkennen. Wenn sich das Ding hier umdreht, kannst du ja hier auch sehen, die Welle dreht immer in der gleichen Richtung. Das Ding, also ich sehe dann, nee, dreht, ändert das auch. Bin ich jetzt zu blöde oder was? Dann dreht sich das doch auch um oder was? Das geht rüber, dann dreht sich das auch um und dann hast du genau diesen Widerspruch, den ich dann hier eben für diesen Ring eben sehe. Keine Ahnung. Gut, lass es jetzt weg, das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Gut, gibt sonst noch was Schlaues zu sagen? Naja, das Ganze ist hier irgendwo in so einem Gehäuse mit drin, da sind Schrauben mit drin und das Gehäuse kannst du dir jetzt hier wirklich so vorstellen, immer mal hinmalen, wenn man sich das mal so überlegt. Du hast mehrere Gehäuseteile hier. Das eine Gehäuseteil hier vorne, das male ich mal rot, das wäre dieses hier. Guck mal, das geht bis hier vorne und dann geht es hier runter und geht hier einfach weiter. Hat hier vorne dann praktisch noch mal so ein Gehäusestückchen hier, da geht es um die Ecke sozusagen. Zack, zack, zack. Das da vorne ist nochmal ein Flansch, das darfst du jetzt bitte mal nicht durcheinander bringen. Das heißt, hier vorne geht es nochmal weiter. So. Da vorne hast du dann nochmal einen Aufnahmeflansch und so fort. Und dann geht das Ganze bis hier vorne wieder raus. Okay, das habe ich erkannt, oder? Wir wollen es ja. Hier vorne hast du nochmal ein anderes Teilchen, das nehme ich mal in rosa zum Beispiel. Das ist quasi ein Flansch, der die entsprechende Einbaurichtung sozusagen jetzt hier der den Radialwellendichtring hat und so weiter. Also über die Schrauben wird diese Lagerung zusammengebaut. Auf der einen Seite wird das Lager an dem Gehäuse angeflanscht und verspannt werden die Lager über dieses Teilchen hier. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Position das da sein soll. Kannst du das 23, vermute ich mal. Dichtungsdeckel. Einverstanden? Dichtungsdeckel, die in Position 23. Okay, alles klar. Verstehe ich, habe ich kapiert. Der Dichtungsdeckel taucht ins Wasser ein. Das habe ich auch verstanden, oder? So, Dichtungsdeckel taucht ins Wasser ein. Der Flansch, Position 24. Der Gehäusedeckel taucht auch ins Wasser rein. Ist ein gusseiserner Werkstoff, sehe ich auch. Alles klar. Das andere Teilchen, guck mal weiter hier. Das muss jetzt der Rest sein. Das heißt, also, ich mache es blau, weil ich echt keine andere Farbe mehr hier habe. Weißt du? Dann geht das hier so rum, geht hier vorne rum. Hier vorne geht es weiter, geht hier vorne rein, geht hier vorne auch nochmal um die Ecke rum. Das ganze Ding ist hier vorne dicht, oder? Guck es dir mal an, das ist hier vorne zu. Das ist also eine Gehäusestruktur hier vorne. Und geht hier vorne wieder weiter runter. Läuft hier dann praktisch weiter runter. Immer gib ihm. Ich kann es gar nicht ändern hier. Nervt richtig. Dann hast du hier vorne da so eine kleine Aufnahme für was auch immer. Ich male es mir schon mal so ein bisschen einfach nur mal hin, damit ich so ein bisschen weiter weiß, wie es geht. Dann hast du hier quasi irgendwie eine Fußplatte. Das ist das nächste Teilchen hier. Ich hoffe, man kann das noch sehen. Und das Ganze geht natürlich hier vorne. Weiter, bis hier vorne geht es weiter. So. Es läuft dann hier irgendwie rundum. In der Mitte, da hast du hier nochmal
eine Aufnahme gefunden, wo dann die Lagerung für die entsprechende Antriebswelle, welche ist das denn jetzt hier, bitte schön, für die Position 15 gesteckt ist. Position 15 ist die Antriebswelle. Okay, wie viele Antriebswellen hat denn der Junge? Ist doch voll von Arsch, wenn du da bitte schön zweimal die gleichen Bezeichnungen Antriebswelle, Antriebswelle wählst, oder? Würden wir natürlich nicht so machen. Das wäre die Motorwelle von mir aus und das wäre praktisch die Propellerwelle. Irgendwie müsste man das mal unterscheiden, weil sonst heißt es ja alles nur noch Antriebswelle. Okay, habe ich kapiert. Das Ding wird also hier reingeschoben und jetzt nur mal zum Überlegen, wie der ganze Scheiß funktioniert. Und ich habe dann für mich entdeckt und habe gedacht, ja, Freunde, das mögen mir jetzt mal die IHK-Leute erklären, wie man das Ding auseinanderbaut oder besser gesagt zusammenbaut. Hier vorne siehst du praktisch einmal so eine Tüte, die Lagerungshülse, die Position, ich weiß gar nicht, wie die jetzt hier heißt, Position 22, das ist das Wellengehäuse. Okay, mal das Wellengehäuse nochmal hin, bitte. Das Wellengehäuse sieht jetzt so aus, dass es hier vorne irgendwo in das andere Teilchen eingeschoben wird, quasi, so. Dann soll es natürlich die Lagerung, die beiden Kegelrollenlager halten, die jetzt quasi dann dafür Sorge tragen, dass das ganze Gebilde hier so, ich muss genau gucken, weil ich habe mir das ja auch noch nie richtig vorher angeguckt, ehrlich gesagt, weil ich dachte, alles, was ich hier mache, kann ich auch so und weil es so brandfrisch ist, mache ich das auch mal so und sage, das geht hier also so hoch. Das verstehe ich ja alles. Ich male ja nur an, mal nach Zahlen. Hier wird das Ding eingeschoben. Hier vorne ist es eingeschoben. Also muss das rund sein oder viereckig, weiß ich jetzt nicht, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit rund. Das lässt sich leichter fertigen. Und hier setzt es quasi praktisch im Innengehäuse auf. Das Einzige, was mich jetzt wirklich irritiert hat, ist, nach oben raus kannst du es nicht ziehen, weil tiefer, du musst dieses grüne Teil nach unten rausziehen. So, und jetzt kam ich mit meinem kleinen Kopfkino einfach nicht mehr zurecht. Denn ist das doch hier der größte Durchmesser, den ich habe, oder? Und wenn ich diesen größten Durchmesser hier rausziehen will, dann muss hier unten der Freiraum da sein. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist das auch ein Konstruktionsfehler, den die IHK wieder in ihren Zeichnungen hat. Im Übrigen, ich freue mich immer sehr darüber. Dann habe ich nämlich ein bisschen was zu meckern. Weil ich sehe immer, dass studentische Hilfskräfte denn diese Zeichnungen machen. Das heißt, wenn du das ganze Ding rausziehen willst, könntest du ja machen. Dann muss diese äußere Störkante hier unten irgendwo freikommen. Das heißt, die muss irgendwo raus. Und wenn der aber hier unten das Gehäuse so weit zugemacht hat, dann ist dieser Platz nicht mehr vorhanden. Das heißt also, dieses Herausziehen, da kommt es auf diese unteren Teilflächen an und die sind fehlerhaft. Fehlerhaft. Hätte er das Gehäuse nur bis hier gemalt, dann hätte es gepasst, dass er den ganzen Scheiß da durchschieben kann. Ich habe zweimal geguckt, es ist wirklich ein Gehäuseteilchen und der liebe Gott möge mir helfen oder die höheren Mächte, sage ich immer, um keinen Gott zu vergraulen, die höheren Mächte mögen mir helfen, hier den geistigen Zusammenhang zu finden, der hier möglich ist. Ich habe keinen gefunden. Es müsste, selbst wenn es nicht rund wäre, sondern nur sternförmig oder eckig oder sonst wie, es muss in jedem Fall hier unten durchgehen. Und das kann es einfach faktisch nicht. Selbst diese Kante hier, die geht gerade eben da durch. Siehst du das? Die passt jetzt gerade durch. Und ich glaube mal, wenn du es rausziehst, muss das nach unten raus. Das würde gehen. Aber dass das hier hinten auch unten raus muss, das hat der Konstrukteur leider nicht bedacht. Und damit ist es eine Fehlkonstruktion, die spätestens dann dazu geführt hätte, dass das Gehäuse hier nachgearbeitet werden müsste. Nämlich auf eine Kante, die eben bis hier vorne nur geht. Und dann ist die Welt auch in Ordnung. So, Alter. Komm, ich finde, das hat sich doch schon mal gelohnt, nur dabei zu sein, oder? Sven, hast du das gesehen? Wie soll das gehen? Da hier oben ist das kleinste Ding, das hier. So. Nee, dann müsstest du es runterziehen und dann rausziehen. Das wäre theoretisch möglich. Einverstanden?
Also die Revisionsklappe, die müsste dann tatsächlich hier vorne irgendwo so beginnen, ne? Gut, das ist, wenn es eine, halt, jetzt, ich will dich ja K.O. schlagen. Wenn es eine Revisionsklappe gäbe, dann müsstest du die Kontur hier hinten sehen. Ist nicht dabei. Einverstanden? Revisionsklappe ist eine tolle Idee. Also das wäre auch jetzt, dann hättest du es an der Seite hier aufmachen müssen und dann müssten hier Schrauben sein, die das dann verschließen. Weißt du? Aber wollen wir nicht weiter philosophieren? Ich kann es nicht sagen. Also ich kann mir auch schwerlich vorstellen, dass das so funktionieren soll. Aber wie auch immer. Gut. Bis hierhin so von der Funktion her halbwegs klar, dass das hier wieder Kegelrollenlager sind, die dann sicherstellen, dass das Ding also so in den Achsen gelagert ist und auch in den Axial und Radial gelagert ist. Gibt es sonst noch irgendwas? Guck mal, ich gucke auf die Uhr. Wir sind jetzt 45 Minuten dabei, nur diese Funktion zu besprechen. Ja, guck dir doch mal bitte, bevor ich noch mal in die Stückliste reingehe, würde ich gerne mir noch mal diese Zeichnung angucken, weil wir haben ja auch über Zeichnung geredet, über Normteile, Zeichnung. Da hast du ja noch nicht viel erzählt. Hier kann ich das jetzt mal so einspannen und sagen, naja, hoffentlich wird das mal so bleiben, wie es ist. Und wir beide hatten ja schon philosophiert. Weißt du, was ich meine? Philosophiert heißt was? Naja, ich suche ja nur Fehler. Ich bin ja immer ein Freund von, zeig mir die Fehler. Wir haben eben gesehen, dass wir zum Beispiel hier hinten Position 14, weißt du selber, ich gucke jetzt auf die linke Seite, das war diese Nutmutter, mit M17 da reinging, oder? M17 war das, erinnere ich mich jetzt gerade noch. Das muss auf dieser Seite sein. Sind wir uns einig? Auf dieser Seite muss das M17 sein. Hier, wo hat er sie? Bin ich zu blöde für? Das ist hier, da. Und wo hat er da jetzt M17? Bin ich zu doof oder was? Ah, hier. Alles klar. Ich wollte schon meckern. Schade, ich konnte ihn leider nicht, ne, nicht verhauen. Hat er richtig gemacht. Einverstanden? Da ist die Nut drin, wo nachher diese Feder reinkommt, ne? Ganz genau. Was das hier jetzt sein soll, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. C1, C2 hat er das, sind das Schnitte, die hier vielleicht in dieser Zusammenstellungszeichnung sein sollen? So. Nein. Das sind Details, mein Lieber. Nun bleib mal entspannt. Das ist AA, das sind die Schnittebenen. Das heißt also mal jetzt ganz locker unter uns gesprochen, wenn hier M17 steht, dann ist hier trotzdem was falsch. Denn dann muss er hier ein Gewinde zeichnen. Sind wir uns einig? Keine Ahnung. Hier fehlt mir das Gewinde, oder? Oder? Also ich bin ja nur ein kleinliches Arschloch, sag ich immer. Also ich bin sonst an der Kneipe bin ich sehr großzügig, aber wenn es auf der Zeichnung losgeht, dann bin ich sehr kleinlich. Weil ich finde, mein Kopf hat eben gesagt, das ist gar kein Gewinde drauf. Verstehst du? So, Fehler, Zeichnungsfehler. Gehen wir mal weiter. Dann hat er den Schnitt BB. Jetzt suchen wir mal BB, verdammt. BB ist dieses Wellenende. Okay, da hat er alles richtig gemacht, vermute ich mal. Ja, ich sehe die Passfeder dort und so weiter. Ich sehe die, ich denke, das passt. Ne? BB habe ich verstanden. AA jetzt auch. Und wo ist CC? Oder C? Was soll C sein? Helf dem alten Mann. Pass auf, ich bin auch nur ein kleiner Blöder. Das hier, das ist die Ansicht C so auf die Welle drauf. Das heißt, er klappt diese ganze Welle jetzt hier so hin. Einverstanden? Dann guckt er auf das erste Wellenteilstück, das ist hier. Einverstanden? Läuft. Da hat er das Gewinde drin. Siehst du das? Was für ein geiler Vogel. Da hat er das Gewinde drin, was hier oben fehlte. Okay, weiter, komm. Dann guckt er einen Ring weiter, dann ist er auf dem Ding, dann ist er auf dem Ding und dann kommt hier vorne diese Verzahnung, dieses hier, das ist die Verzahnung. Einverstanden? Die außen läuft. Das ist die Verzahnung, die außen läuft. Und so weiter und so weiter. Das habe ich kapiert. Dann ist er fertig. Mehr sieht er nämlich nicht. Alles, was danach kommt, kann er nicht mehr sehen. Einverstanden?
dass er hier vorne eine Schräge hat, erkennst du ja selber, ne? Das heißt, dass das hier, der Anstiegswinkel hier, dieses Ding hier ist, bei wo es da hochgeht, das sieht man hier jetzt an diesen beiden Linien. Das hat er auch gut gemacht. Boy, hammergut, oder? Was gehört alles auf eine Zeichnung? Also ich habe noch nicht mal so richtig was zu maulen, das ist schade eigentlich. Aber ich habe schon eine Menge noch, na, oder vielleicht dann doch nicht. Nein, habe ich nicht, kann ich leider nicht sagen. Was gehört alles auf eine Zeichnung? Fangen wir mal hier vorne mit dem Zeug an. Ich mache mal jetzt gelb, damit wir dann diese Zeichnungsgeschichten mal abfrühstücken. Was bedeutet das hier? Sieht man hier. Was ist das? Das sind Zentrierbohrungen. Da gehst du nachher rein mit der, ich will es jetzt nicht mit meinem Stift machen, aber da gehst du mit deiner mitlaufenden Zentrierspitze rein, um die Drehachse des Bauteils zu fixieren. Einverstanden? Wie heißen die Dinger? Zentrierungen. Einverstanden? Haben wir besprochen. Können wir nachgucken, beide, was das bedeutet. Welche kann, und jetzt komme ich nochmal darauf zu sprechen, hier ist die Zentrierung am Fertigteil vorhanden. Ist das hier auch so? Was bedeutet das? Kann diese Zentrierung am Fertigteil verbleiben oder nicht? Wo finde ich Zentrierung? Ich wollte dich ja hier schlau machen. Dann mal los. Du hast ja noch gar nicht viel erzählt, aber du siehst die Zeit, die läuft uns so grässlich davon. Tabellenbuch lesen wir hier jetzt mal anders, als wie ihr das vielleicht gewöhnt seid. Das Erste, was du wirklich bei dem Tabellenbuch lernen musst, ist dieses sogenannte Register. Das Register funktioniert astrein. Ich nehme meine Tabelle hier mal raus, die brauche ich jetzt hier nicht. Also fangen wir vorne an. M wie Mathematik. Einverstanden? Alles über Winkel. Hier vorne hast du das Inhaltsverzeichnis, was drinsteht über Mathematik. Okay. P sind physikalische Größen. Wenn Rechnungsaufgaben in der HQ sind, dann bitte guckst du hier rein und blätterst vielleicht gegebenenfalls mal um. Ist aber hier nicht der Fall. Kommen wir zu K. K heißt technische Kommunikation. Alles, aber auch wirklich alles, was zeichnungstechnisch wichtig ist, muss hier in den Folgeseiten draufstehen. Und auch hier beschränkt sich das Tabellenbuch inhaltlich auf eine Seite. Hier müsste was von Zentrierung drinstehen. Und ich gucke einfach mal durch und sage, fang einfach an. Wenn du keine Ahnung hast, scrollst du in diesem Sinne durch und sagst Zentrierungen, Zentrierbohrungen, Seite 92. 92. Und so, das versuchst du bitte zuerst. Die Normen suchst du so, wie wir es eben gemacht haben. Wenn du weißt, wie es heißt, guckst du bitte hier nach. Seite 92. Zentrierbohrungen. Alles klar? Die normtechnischen Bezeichnungen, die müssten hier jetzt auch irgendwo nochmal stehen. Und hier steht es ja jetzt schweinescharf drin. Zentrierbohrung darf nicht am Fertigteil, nicht vorhanden sein. Also, das bedeutet, diese Zentrierbohrungen, die da jetzt angearbeitet werden, die müssen natürlich hinterher weg. Und jetzt frage ich dich mal so ganz hilflos, wie ich bin, wie will er bitte schön diese Teile fertigen? Der muss also die Bauteile länger machen, damit er die Zentrierbohrungen einbringen kann, um sie im Nachhinein wieder abzuarbeiten. Das heißt, das Rohteil wird also um die Tiefe der Senkungen hier länger sein müssen. Kapiert? Das heißt also, das Teil ist 222 lang. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Ich will dir ja nur zeigen, wie ich mit irgendwelchen Gemeinheiten, welcher Natur auch immer, umgehen kann. Das bringt mir vielleicht 2, 3 Punkte, aber wenn ich es kann, ist das doch gar nicht schlecht. Guck mal bitte nach, was A2, 4, das bedeutet. A, 2,5 oder was? A2 bis 4,25. Da sind wir hier. Sind wir uns einig? Ich gucke da rein. Ich sehe A, ich sehe 2, 4,5. Das ist auf jeden Fall mal, das sind diese beiden Werte. T-min. Die Mindestzentriertiefe beträgt hier, ich sehe das jetzt nicht ganz richtig, aber ihr habt das ja auch vorliegen, 3,7 mm. Stimmt das?
Was ist A? Jetzt komme ich aber ins Grübeln hier. Das kleine A. A. Was würdest du sagen? Ah, wo hast du es gefunden? Ich finde. So, ich gucke. Ich habe auch ein neues. Verstehst du? Welche Seite? 112. Also ich weiß nicht, wer hat das alte, wer hat das neue? Ich kann immer nehmen, was ich will. Aber solche Dinge, da freue ich mich natürlich, wenn das hier irgendwo drin steht. Da unten. Kapiert? Steht hier nicht drin. Alter, manchmal ist ein neues Tabellenbuch gar nicht schlecht. Sind wir uns einig? Aber auch in meiner Hilflosigkeit hätte ich jetzt einfach gesagt, okay, das ist das Mindestmaß. T-Min sind diese, ich habe es eben gesehen, wo war es gewesen? Schon wieder raus hier, diese 3,7. Ich vermute mal, mehr als das darfst du nicht rein, oder? Das heißt also, du müsstest auf jeder Seite mindestens plus 6 mm haben. Warum? Und nochmal 6 mm haben. Naja, um die Zentrierbohrung da reinzukriegen. Sind wir uns einig? Das heißt also, die Rohteillänge von dieser Welle beträgt wie viel? 222. 222 plus 18 fühlt sich an wie 042. Einverstanden? 2,40. So. Wollen wir mal gucken, ob er uns das hier auch reinschreibt? Position 1. Antriebswelle. Hat er nichts geschrieben, der kleine Racker, oder? Da kommt normalerweise ja mindestens mal rein, welche Rohteilgrößen wir haben wollen. Also bei Sachnummern kurz bezeichnen und so weiter. Werkstoff ist klar. Das heißt also, welch Durchmesser. Was für einen Durchmesser würden wir ihm verpassen hier? Zwölf. Ja, Entschuldigung. Siehst du das? 12. Du, ich sage ja, beschütze mich bitte, ja. Ich bin ja hier nicht, ne? Das wären 4, 1, 2, richtig? Da, komm. Siehst du, 2, 3, 4 heißt es, ne? Du? Wenn das kein Zufall ist. Aber manchmal habe ich echt voll so ein Blackout, wo ich das dann echt schreibe. Das siehst du ja selber. Ich habe das gar nicht eben absichtlich gemacht, sondern tatsächlich aus Versehen, weil ich im Gedanken schon woanders bin. Das heißt also, unser Bauteil wäre wirklich 2, 2, 4, 3, 2 mindestens lang. Sind wir uns einig? So, welchen Durchmesser? Das war die Frage. Also das kann ich ja schon mal schreiben. Mal 2, 3, 4. Das ist ja wohl mal die Länge, oder? Oder Bemerkung könnte man ja hinten auch reinschreiben, müssen wir eigentlich immer scheißegal. Welchen Durchmesser müssen wir denn wählen? So. Ja, komm, Freunde, ich bin ja jetzt auch nicht der Einzige, der immer nur arbeiten will hier. Das ist ja das äußere Maß, das wir haben, oder? Dieses ist das äußere Maß, oder? Das ist also eine Keilwelle. Ja, ich habe keine Ahnung. Finden wir irgendwas über Keilwellen irgendwo? Keil ISO 14 steht da. Meinst du, es gibt eine ISO-Bezeichnung hier bei uns irgendwo für das Profil? Du? Weiß nicht. Habe ich auch noch nie geguckt. Ist ja ganz neu, das ganze Gebilde hier. Warum soll ich denn hier auch geguckt haben? Gibt es hier hinten eine ISO? Einfach mal schnell klären. Was haben wir denn hier? DIN ISO 14. Position 14. Also DIN ISO Keilwellenverbindung. Er hat hier nur geschrieben, ISO 14 meint aber DIN ISO. Einverstanden? Reicht das denn mit dem ISO so? Gibt es denn nur ein ISO vielleicht noch? Es gibt nur dieses DIN ISO. Oder ISO. Gibt es auch alleine. Ich weiß, dass es ISO auch alleine gibt, aber steht hier, ne? Da ist es doch. Hier ist ISO. Nee, ist es gar nicht. Also es ist offensichtlich nicht da. Es gibt also immer nur DIN ISO hier. 14. Komm, guck nach. 252. Merken wir uns das. 252.
Also ganz neue Fragen. 2, 5, 2. Laber nicht rum, seh zu. 2, 5, 2. Bei dir ist es garantiert woanders, oder? Oder? Ich weiß nicht. Wer hat denn alles ein altes Buch oder wer hat ein neues Buch? Ist es Adam, hast du neu? Alina, neu? Und so weiter. Ach, Scheiße. Ich hätte gedacht, dann nehme ich neu. Ja, er sucht ja was aus, ne? Ist immer irgendwie mittendrin. Ich bleib jetzt hier. So, und jetzt hat er gesagt, da hat er diese ISO 14, alles klar, steht doch da drin. Was war das für eine 6 mal, jetzt muss ich erst mal gucken, 6 mal 26. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. 6 mal, ich fürchte, das sind wohl 6 von diesen komischen Nuten hier, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6, also 6 Nuten, also 6 Zähne könnte man sagen. 26, ich weiß nicht, was das heißt hier. Also erstmal, ich gucke jetzt hier rein. Der kleine Durchmesser, ich weiß jetzt, ich bin voll raus hier, oder? Wir sind hier bei Groß D, einverstanden? Groß D, dann das ist der kleine, dann ist der Groß D 26, das ist die letzte Zahl. Das ist 32, mein Lieber. Einverstanden? Das ist der äußere Durchmesser, 32. Kapiert? Hat er nicht geschrieben? Aber wenn du hier hingehst, dann hätte er hier schreiben können, Durchmesser 32. Einverstanden? Habe ich mich schon wieder vertan oder was? So. Wer war eben mit so viel Kreativität unterwegs? Ah, hier unten. Die 23 ist der kleine Durchmesser und das wäre der hier in der Mitte. Einverstanden? Das wäre der Durchmesser hier von das kleine D. Ich meine jetzt einfach da so rein. Einverstanden? Das kleine D hätte bei uns jetzt wie viel? Such, 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 such. 26. Durchmesser 26. Okay, habe ich ja jetzt halbwegs rausgekriegt. Das heißt also, ich wollte ja nur die Rotteilmaße. Ich wollte doch gar nichts anderes. Es hätte doch eine Frage sein können, welche Rotteilmaße sind für die Welle zu bestellen. Position 1. Habe ich rausgekriegt. Komm. Was fehlt dir denn noch? Ja, mir fehlt. Wäre das so richtig, mein Lieber? Nein. Das wäre falsch. Warum? Weil die Toleranz fehlt, mein Bester. Hier hast du die Toleranz für die Welle. So, und jetzt überlege ich gerade, was hat er denn da, bitte schön? Die Ro Toleranz für den Durchmesser. Soll doch ein Schiebesitz sein, oder? Sind wir uns einig? Später? Das soll ja nicht festsitzen oder Übermaßpassung haben, sondern das Ding soll nachher ja verschoben werden können. Also müsste da A11 hin. Toleranzklasse für die Welle. Wir sind bei der Welle. Guck nach. Spielpassung wäre die Breite BD10. Für den Außendurchmesser A11. Dann schreibt das doch hin, verdammt. Für den Außendurchmesser A11. Hätte doch keiner von euch gemacht, oder? Für den kleinen Durchmesser immer noch Spielpassung F7. Also so kriegt man den Scheiß raus. Also ich führe dich schon so ein bisschen in echte üble Geschichten hier rein, aber so läuft der Hase durch den Schnee. Sind wir uns einig? Nicht die Toleranz vergessen bei Maßeintragung. Okay, hast du doch fein gemacht jetzt. Kann ich jetzt endlich mal eintragen, was ich hier will? Ja, das kannst du machen. Also, er hat gesagt, 32, kann man das jetzt so fertig kaufen eigentlich? Also, was würde ich nehmen? Wahrscheinlich würde ich gibt es einen 33er oder 34er Normdurchmesser? Weiß das einer? Gibt es einen 34er Normdurchmesser für dieses Halbzeug? Ja, ich würde es einfach hinschreiben jetzt, verdammt. Oder ein 33. Ein 33er wird es nicht geben. Ich würde wahrscheinlich in dem Durchmesser 34. So, ganz einfach.
Dann hast du 1 Millimeter, um abzusparen, und dann wäre es gut. Einverstanden? Hättest du das rausgekriegt? Alina, frage ich jetzt auch mal. Auch Frauen dürfen gefragt werden. Ja, das macht die alles. Aber das gibt dann praktisch 2 Punkte dafür. Verstehst du? Wenn du nach Maß eintragst, dann gibt es 2 Punkte. Für die 32 kriegst du einen, für den A11 auch einen. Das heißt, du hast gerade eine 4 minus, wenn du nur die 32 hinschreibst. Du kannst ganz schnell deine Punkte da verlieren, weißt du? Okay. Bis hierhin habe ich es ja kapiert. Das heißt also, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich weiß schon wieder gar nichts mehr. Wir haben angefangen mit den Zentrierungen, haben gesagt, die müssen weg, darum kommt da diese 6 oben drauf. Dann habe ich das ja kapiert. Was brauchen wir denn noch? Was bedeutet dies hier? Dieser Strichpunkt-Strichlinie. Das ist Randschicht gehärtet. Einverstanden? Randschicht gehärtet. Punkt, Strich, Punkt, Strich, Punkt. Magst du mir mal sagen, das ist nur diese Verzahnung, die gehärtet werden soll, richtig? Ja, richtig. Was für ein Werkstoff ist denn das hier? Mit welchem Werkstoff habe ich es denn hier zu tun? Mit einem 16 Mankro 5, richtig? Kann ich diesen 16 Mankro 5 direkt härten? Mit welchem Härteverfahren würde die Randschichthärte durchgeführt? Also welches Härteverfahren? Randschicht gehärtet? Steht da, habe ich verstanden. Was das hier auch immer bedeutet, weiß ich jetzt nicht. Doch, 54 HRC plus 5. Okay, weiß ich jetzt. Ja, sehr schön erzählt. Aber wie wird das? Ja, wir wollen nicht raten, mein Lieber. Du ahnst es schon, ne? Oder? Ich komme wieder mit meiner alten Schwarte hier anmarschiert und schaue einfach nach unter Werkstoffe. Einverstanden? Werkstoffe. Ich habe ja geguckt, ein 16 Mankro 5. Ich kenne den Stern, ich weiß doch, was das ist, aber ich will das jetzt hier auch nicht einfach nur so rausposaunen. Es muss ja langsam gehen. 16 Mankro 5. Stahlsorten. Stahlsorten, ich habe keine Ahnung. Ich fange einfach mal an und gehe auf die Seite 135, nach dem Motto, ja, dann wird sich ja hoffentlich für mich irgendwas ergeben, oder? 135. Okay. Von Werkstoffbezeichnung sehe ich nichts. Manchmal ist das schnelle Suchen, ahnungslos, wie wir sind, wirklich gut. Ich gucke hier rüber, werde garantiert nichts finden, was einigermaßen schlau ist. Musst du dir bitte mal in Ruhe angucken. Hier siehst du jedenfalls überall die unterschiedlichen, ja, Werkstoffvarianten, die es so gibt. Ich schlage nochmal um und jetzt heißt es stumpf suchen. Ich finde S235 Baustahl, den kennst du sowieso, nehme ich an. Dass die Stähle für den Maschinenbau E heißen, ahnst du vielleicht. Aber jetzt weißt du es. Ich gehe noch weiter. Ich sehe dann hier diese S-Stähle. Das sind schweißgeeignete, noch nie Ei vorgekommen. Lass ich weg. Dann komme ich zu den Einsatzstählen. Einsatzstähle sind Werkstoffe, die so wenig Kohlenstoff haben, dass sie nicht direkt gehärtet werden können. Okay, hast du sehr schön gesagt. Ja, ich weiß. Ich finde den 16 Mankro 5 hier. 16 Mankro 5, da steht er. Einverstanden? Das heißt also, ich kann sofort anhand des Werkstoffs erkennen, dieser Werkstoff muss einsatzgehärtet werden, weil ich ihn nicht direkt härten kann. Randschicht gehärtet, ich schreibe das jetzt mal mit Rot schon mal dahin, weil ich ahne, hier geht irgendwas nicht hin, hier stimmt irgendetwas nicht. Einsatzgehärtet, einsatzgehärtet. Weil aufkohlen, weil ich das weiß. Steht ja auch hier im Tabellenbuch drin. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, oder? Legierte Stähle müssen aufgekohlt werden. Okay, alles klar. Wie würde eine Einsatzhärtung beim Aufkohlen und so weiter erfolgen? Wie erfolgt eine Einsatzhärtung? Keine Ahnung. Das wären die Wärmebehandlung. Wir sind jetzt hier dabei. Ich weiß nicht, was ich mir raussuchen soll, aber das sind die klassischen Fragen. Wärmebehandlung der Stähle. 166. Komm, guck da rein, Junge. Und wir können sowas immer nur einmal machen, danach kannst du es. Wärmebehandlung der Stähle. Einsatzhärten. Steht das hier irgendwo? Einsatzhärten. Einsatzhärten. Temperaturschaubild malen. Aufkohlen.
abkühlen. Heiß machen zum Härten, abschrecken auf Raumtemperatur und anlassend auf Anlasstemperatur. So funktioniert das. Die Einsatzstähle werden auf der Seite 141 beschrieben, aber die entsprechenden Temperaturen liest du bitte im Folgenden ab. Wärmebehandlung von Vergütungsstählen. Nein, das wollen wir nicht. Wärmebehandlung von Einsatzstählen. Das wollen wir. 16 Mankro 5, da steht er. Wir finden ihn, wir kohlen bei einer Temperatur zwischen 880 und 980 Grad auf. Richtig. Kerntemperatur, bla bla bla, habe ich alles. Randschichttemperatur. Ich werde dann das Material auf 150 bis 200 Grad anlassen. Okay, habe ich kapiert. Welche Härtewerte sind denn dann zu erwarten? Bin ich hier jetzt in der Zeile verrutscht oder was? 16 Mankro 5 ist da oben. Wir werden dann eine Härte haben von maximal 47 Hrc. Sind wir uns einig? Weiß ich jetzt nicht. Das steht ja hier jetzt nur im Stirnabschreckversuch. Was ist denn das überhaupt? Ein Stirnabschreckversuch ist, wenn du ein Vollmaterial nehmen würdest und du würdest das auf Härtetemperatur bringen und du sprühst mit einem Wasserstrahl wie ein Springbrunnen senkrecht dagegen aus einer Höhe von 30 Millimetern mit einem bestimmten Druck. Also 30 Millimeter muss die Fontäne hoch sein mit Durchmesser und so weiter. Und dann fährst du das Ding schlagartig genau in die Mitte und kühlst dann stirnseitig ab. Und dann kannst du hinterher den Härtewert an der äußeren Mantelzone ermitteln, aber auch im Inneren ermitteln. Dann kommst du nämlich zu diesen sogenannten Streubildern hier von den entsprechenden Vergütungsstählen. Und dann sagt er hier tatsächlich, du kannst also maximal einen Härtewert von 47 erreichen. Naja, er hat hier herausposaunt, dass er hier also 54, sogar 59 können will. Naja, ich weiß nicht. Hab da so meinen Zweifel, ob man das ihm hier jetzt antun könnte, ja? Wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Tja, wahrscheinlich hin oder her, will ich mich jetzt nicht auslassen. Aber Einsatzgehärte. Wir haben es also verstanden, wo wir die Temperaturen herkriegen, in Wett, dass wir in Öl abschrecken und so weiter. Aber ich bin ja noch nicht ganz so weit fertig mit dir. Ich wollte noch mal bei K schauen, bitteschön. Und da steht dann drin, K haben wir Härteangaben in Zeichnungen. Ich will ihn ja nur kontrollieren, meinen Hochleistungsexperten hier. Und da steht dann 98. 97 steht jetzt mal schlau, wie ich bin, hier drin. Schlau. Schlaumatrauma, ne? So, ich muss mal ein bisschen Kaffee nehmen, sonst die Stimme gleich weg. Was sieht mein schwaches Auge hier? Hier sind Härteangaben und er hat so gearbeitet. Sind wir uns einig? Sind wir uns einig? Da hat er seine Härte gemalt. Und jetzt muss ich mal gucken, ob er da so alles richtig gemacht hat, wie ich mir das vorstelle. Also, der hat das doch geschrieben hier, oder was? Randschichthärten hat er gesagt. Randschicht gehärtet. Angelassen und so weiter. Okay. Das heißt, ein randschichtgehärtetes Material setzt immer voraus, im Übrigen, dass wir einen ausreichenden Kohlenstoffgehalt haben. Also ein 16 Mankro 5 können wir nicht randschichthärten, sondern was können wir mit dem nur machen? Was hat der Bendig eben geschrieben, der alte Experte? Einsatzgehärtet. Also so funktioniert das nicht. Er hat hier zwei Dinge nicht so ganz mitgekriegt. Einsatzgehärtet. Randschicht gehärtet oder, und so schreibt man das richtig, mein Bester, einsatzgehärtet und angelassen. Und er hat jetzt hier, und darum erkenne ich das auch immer hier vorne, weißt du, an diesen beiden Größen. Randschicht immer mit einem Kohlenstoffgehalt größer 0,3% und der hat immer kleiner 0,3%. Man weiß es nicht so genau, 2, 3 könnte man auch sagen, 0,2 bis 0,3, das ist die Grenze, wo das hier möglich wird. Und das ist eben einfach nur leider Scheiße, die er hier hingeschrieben hat. Randschicht gehärtet, er hätte schreiben müssen, Einsatz gehärtet. Sind wir uns einig? Das ist falsch. Leider verkehrt. Von der Härteangabe will ich gar nicht sprechen.
Und wenn wir Einsatz hätten, dann muss der Blödmann bitte auch immer schreiben, welche Tiefe. Naja, über die Härteangabe will ich mich jetzt nicht auseinandersetzen. Beim Einsatzhärten hast du immer eine dünne Randschicht. Wie dick ist so eine Randschicht beim Einsatzhärten? Maximal so 0,1, also 0,6 Millimeter, 0,8 Millimeter. Die Randschichthärte ist maximal 0,8. Das findest du in deinem alten Tabellenbuch leider nicht mehr. Oder? Steht das hier irgendwo? Ich finde das nicht. Ja? Ich habe es nicht gefunden. Ich kann hier, bei mir blendet das immer so, aber ich sehe hier nirgendwo, dass die entsprechenden Härtetiefen und so weiter da irgendwie erreicht werden. Was steht denn hier oben drin, sag mal? Grenzwerte und entsprechende Härtetiefen. Ich kann hier jetzt gar nicht so richtig anfangen hier. Was heißt das hier? Grenzwerte, mögliche Schreibweise, Beispiele. Okay, so geben wir die Grenzwerte HRC an. Ja? Hat er eigentlich auch richtig gemacht im Zweifel? Wenn du jetzt diese Härtetiefe haben willst, ja, dann könntest du das hier angeben. Oder aber du könntest das hier angeben, wenn sie klein sind, ja, 12 und so weiter Mm. So, und wir reden normalerweise immer hier von der Größenordnung. Und da kannst du jetzt leider nichts zuordnen, verdammt. Das ist einfach nicht möglich. Die Randschichthärte beträgt hier, oder die Tiefe, dann wollen wir das mal wenigstens halbwegs richtig hinschreiben. Dann steht da CHD. CHD. Das ist nämlich was? Hier oben steht das nochmal drin im Übrigen. Einsatzhärtetiefe, CHD. Und die müsste man hier ja auch ablesen können. Er sagt 1,4 plus minus. Na, dann schreib's doch einfach hin. 1,4 plus minus 0,2. So. Dann weißt du auch, dass das eine richtige Randschichthärte ist. Das heißt, da hat die studentische Hilfskraft leider wirklich entweder wider besseren Wissens oder aus Ahnungslosigkeit hier gehandelt und so einen Scheiß da reingeschrieben. Sind wir uns einig? Freue ich mich doch drüber, wenn man mal Fehler findet, oder? Gut. Hast du noch irgendwelche anderen Sachen, die man hier jetzt mal besprechen will? Einsatzgehärte, das habe ich verstanden. Dass da jetzt was falsch war, habe ich auch verstanden. Kannst du mir bitte noch mal, also was ich jetzt alles nicht mehr schaffen werde, ist, naja, M10 ist arschklar. Weißt du? Die sogenannten Freimaßtoleranzen, hat er die hier drauf? Allgemeintoleranzen, das heißt, alle nicht tolerierten Maße werden danach bearbeitet. Was heißt das? Kennt die, muss ich das erklären? Peter? Kennst du, ne? Freimaßtoleranzen bedeutet immer plus minus, je nachdem, welche Nennmaße wir haben. Was bedeuten Kantenausführung? Nochmal, Peter. Aha, endlich habe ich dich auch mal, endlich darf ich dich auch mal um was bitten. Ich kürze mal einfach ab. Es sind Außenkanten und Innenkanten abzurunden. Die Bauteile müssen entgratet sein. Einverstanden? So, und jetzt hast du Außenkanten. Und du hast Innenkanten. Und jetzt siehst du schon, dass diese minus 0,3 bedeutet, die Kante soll also irgendwie abgeflacht werden innerhalb einer Größe von 0,3. Scheißegal, wie die Kante da jetzt angearbeitet ist, aber sie soll irgendwie nicht scharfkantig sein. Und diese Phase, wenn du so willst, soll 0,3 nicht überschreiten. Das gilt für alle Außenkanten. Weißt du? Also hier die Absätze für die Passfedernuten, für die äußeren Rahmenlinien des Profils, diese hier, ne? Wenn da kein Radius vorgegeben ist, dann gilt das dafür. Und für Innenkanten, welches sind denn Innenkanten? Na, das sind diese hier an der Seite. Wenn da kein Radius vorgegeben ist, seitens der Profilhersteller, dann ist das praktisch das Mindestmaß hier. Aber auch der Übergang von einem zum anderen soll bedeuten, es soll nicht nach innen, sondern es kann nach innen eine kleine Phase stehen bleiben. Okay, habe ich kapiert. Welche Seite hast du schon rausgefunden, wo das ist? Auf geht's. Das geht ratzfatz. K wie Konstruktion. Aufschlagen. Zack. Ich diktiere mir das immer selber. Werkstückelemente, Gewinde, Freistiche, Zentrier, woher, frei, keine Ahnung, habe ich mich da vertan oder was? Wo steht Kantenausführung? Welslager, irgendwo muss das doch stehen hier. Oh mein Gott. Ich sehe es nicht.
89, ich sehe. Das, ja, habe ich eben nicht gesehen. Bei mir das reflektiert hier wie Holle, weißt du? Dann kann ich immer nur, also bei mir ist es 89, reingucken, bei dir ist es immer eine Seite hinterher oder vorher, das ist auch nicht. Hier siehst du die Beispiele, wie das einzutragen ist. Es gilt immer also eigentlich geben wir hier eine Sammelangabe vor und sagen, wenn ich das da unten drunter schreibe, dann wird auf alles, was du siehst, eben angewendet. Einverstanden? Genau. Habe ich kapiert. Finde ich auf der Seite 89 und bei den neuen irgendwo anders. Ja? Dann ist das auch abgefrühstückt. Was bedeutet dieses Kringelzeichen hier unten, diese komischen Kegeldinger da oder was ist das hier? Du? Gehört auf jede Zeichnung. Was ist das? Das ist die Projektionsmethode. Die Projektionsmethode heißt, was jetzt? Ja, versuch's doch mal zu zeigen. Wenn das Bauteil so vor dir liegt, verstehst du? So, dann ist diese rechte Ansicht diese hier. Einverstanden? Das ist die Projektionsmethode. Und jetzt weiß ich immer nicht, ob das Projektionsmethode 1 ist oder 2, aber das heißt, so klappen wir das. Brauchen wir hier nicht, weil wir gar keine Ansicht haben, die jetzt von rechts lesbar gewesen wäre. Hat er trotzdem raufgeschrieben, dadurch, dass er hier praktisch seine Schnitte verwendet oder auch seine Schnittvorgaben wählt oder Blickvorgaben wählt, entfällt das Ganze hier. Im Grunde genommen ist es sogar überflüssig, um ganz ehrlich zu sein. Dieses Ding hätte er da oben hinmalen können, aber er hat es jetzt so gemacht und es ist auch okay so. Muss man jetzt nicht alles kaputt reden. Das ist die Projektionsmethode. Was bedeutet das hier? Oberflächenangaben. Gehört auf jede Zeichnung und zwar so lange, bis man nicht mehr weiter weiß. Fertige, und jetzt ich versuche es mal zu übersetzen. Stelle auf irgendeine Art und Weise, spanlos oder spanend, alle nicht bemaßten Flächen in der Qualität RZ16 her. Okay, jetzt muss ich mal schauen, ob er irgendwo RZ16 hat. Keine Ahnung. Oder wo eine Fläche nicht bemaßt ist. Weißt du? Also siehst du irgendwo eine Fläche, die nicht bemaßt ist? Hm. 20, da hatte, ich gucke jetzt einfach so. Ich gucke auf 20, da sehe ich das Oberflächenzeichen. Aha, so will er es haben. Geschliffen. Okay, verstehe. Hier vorne hat er so einen Stummel. Dieser Stummel ist M10, da hat er nichts geschrieben. Dann hat er die Passfeder. Da hat er 20H11, hier guck mal, 20H11 hat er da stehen. Und da hat er aber auch die Oberfläche, da. Einverstanden? Da musst du mir jetzt mal helfen. Ich finde jetzt so auf die Schnelle nichts, wo er das anders gemacht hat. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, und da komme ich ja jetzt mit dir nochmal so ein bisschen ins Gebet. Weil ich wollte gerade mal analysieren, was ich hier gerade so gesehen habe. Also stelle alle, jetzt finde ich nichts. Einverstanden? So ohne weiteres. Stelle alles in der Qualität dar und alles andere, wo eine andere Oberflächenqualität gefordert ist, musst du bitte selber gucken und suchen, wo es dann steht. Okay, habe ich ja verstanden. Ich habe jetzt hier eben geguckt und habe gesagt, das hier ist eine Oberflächenangabe, die er mir jetzt explizit zu dieser 20H11 da gibt. Da steht jetzt 0,5 und dann steht hier das geschlossene Dreieck. Und wenn ich das so richtig sehe, dann geht dieser Pfeil hier so mitten durch und dann steht da drallfrei geschliffen, verstehe ich, schon mit der Durchschleifen hergestellt, auf eine Oberflächengüte von RZ1. Was bedeutet die 0,5 da vorne vor? Da? Alter, ich habe so geile Fragen, ne? Und das ist Sonntag, verstehst du? Nein, guck nach. Wir sind schon nah dran.
Meistens gibt es hier dann auch irgendwo mal die Oberflächen. Ich suche das jetzt systematisch, meistens gehe ich in die falsche Richtung. Aber ich habe. So, Bearbeitungszugabe. Digga, da hast du mir jetzt mal richtig auf die Sprünge geholfen. Hier geht es nämlich los. Irgendwo gibt es hier so diese Beispielgeschichten. Wir waren ja schon beim Härten gewesen. Hier muss es irgendwo ein Beispiel geben. Hier unten, da siehst du das? So. Und jetzt musst du mir mal ein bisschen weiterhelfen, weil ich, das ist immer etwas, was das Leben zur Hölle macht, jedenfalls für mich. 0,5. Na gut, dass da geschliffen und reihenfrei und so weiter, habe ich ja verstanden, dass man das schreiben kann. Aber was bedeutet jetzt diese 0,5? Bearbeitungszugabe. Kannst du mir mal bitte sagen, auf welchen Durchmesser diese Welle vorgedreht werden müsste, damit sie eine Bearbeitungszugabe von 0,5 Millimeter hat? Das wäre eine geile Frage, oder? Also wenn ich ihn mit 20 liefere, ist er eh zu klein. Einverstanden? Muss ich jetzt 20,5 liefern oder 21? Oder ich habe keine Ahnung. Was muss ich tun? Rohmaß. Wie groß müsste das angeliefert werden zum Schleifen? Merkt dir bitte Folgendes. Die Bearbeitungszugabe ist immer das, was ich abtragen muss. Wie habe ich mir das mal gemerkt? Naja, am einfachsten ist doch, wenn du eine ebene Fläche hast, oder? Kann man sich doch hier vorstellen. Hier habe ich sogar zwei Bleche. Wenn du eine ebene Fläche hast und ich trage ab, dann ist praktisch der Stufensprung hier von vorher zu nachher die Bearbeitungszugabe. Sind wir uns einig? Die Bearbeitungszugabe ist bei einem flachen Material das, was ich abtrage. Okay, das verstehe ich. Wenn das rund ist, dann habe ich aber im Prinzip nicht, dann habe ich insgesamt ja praktisch, also habe ich immer noch, mal das mal bitte hier jetzt auf ein paralleles Papier. Fertigteil. Und was muss ich jetzt tun? Wenn das die rote, ich soll abtragen 0,5. Ich soll also abtragen 0,5. Ist das richtig? Ich soll abtragen 0,5. Okay. Ahnst du schon, was ich von dir will? Dann muss der Durchmesser insgesamt sein, immer plus 1 Millimeter größer. Wenn das jetzt hier die 20 wären, zum Beispiel, dann wäre das jetzt hier die 21. Sind wir uns einig? Die Bearbeitungszugabe bei runden Teilen ist immer das, was du links und rechts abtragen musst, also eigentlich zweimal nehmen musst. Ja? So, das ist leider die Wahrheit. Bearbeitungszugabe. Bearbeitungszugabe. Bei runden Teilen. Bei flachen Teilen, also geraden Teilen, ist die Bearbeitungszugabe nur das, was jetzt hier auf der einen Seite wegkommt. Da ist es also nur 0,5. Einverstanden? Und wenn das hinterher 10 mm hätten sein sollen, dann hättest du das Rohteil natürlich vorbereiten müssen auf 10,5. Einverstanden? So, und das merkt ihr mal ein bisschen, weil das kriegt die IHK selber nicht immer auf die Reihe, aber ich kann es ja nicht ändern. Bearbeitungszugabe ist immer das, was abgetragen wird, habe fertig. Verstehst du? Und das kannst du hier bei dem Ding hier auch sehen. Wenn das in der Mitte 22 sein soll und ich soll 0,5 auf der linken und 0,5 auf der rechten abtragen, dann würde das praktisch dem Durchmesser 21 mm entsprechen. Denn das hier würde ich jetzt zustellen mit meiner Klinge hier, weißt du? Und 0,5 mm Zustellung würde dann 1 mm Durchmesser im Sprung da bedeuten. So. Habe ich ja mal wieder was gelernt, ne? Jojo, gut. Was muss ich noch erzählen? Das müssten wir uns also hier heraussuchen. Geschliffen und so weiter. Du siehst immer hier, die Bearbeitungszugabe hat er immer auf 1 mm da. Einverstanden? Hat er sie noch hier unten? Du kannst sie jetzt überall raussuchen. Ich will es jetzt hier nicht ausdehnen, bis zum geht nicht mehr. Was ich aber noch wissen will, ist, also in der Funktion haben wir doch verstanden. Hier kommt nachher so eine Muffe drüber, die verschoben werden soll.
Haben wir keine Anforderungen an an die Oberfläche von der Keilwelle? Da kommt der nächste Fehler der IHK, Freunde der Sonne. Welche Oberfläche, Rauigkeit, Keilwelle, Rauigkeit? Fragezeichen. Mit welcher Rauigkeit gehe ich da zu Werke? Ja, jetzt steht da nichts. Sind wir uns einig? Jetzt steht da nichts. Dann gilt das hier, RZ16. Und das ist rau, wie Sau. Das ist wie Schmirgelpapier beinahe. Naja, du übertreibst mal nicht, aber so in etwa kommt das schon bald hin. Das heißt, mir fehlt die Rauigkeit der Keilwelle hier. Sind wir uns einig? Denn diese Flanken, auf denen wir hier hinterher verschieben und so weiter, verstehst du? Die müssen jetzt richtig schön glatt sein. Außen brauchen sie es nicht so, aber da, wo das Ding sich hier auf den Flanken verschiebt, da wollen wir, dass das Zeug sauber ist. So, und das fehlt mir jetzt hier. Was würden wir machen? Darf ich mal so blöd fragen und sagen, wie wird denn diese Verzahnung hergestellt? Ich habe jetzt kein Keilwellenprofil, aber im Grunde sieht es aus wie ein Zahnrad, weißt du? Wenn du so drauf guckst, nur mit. Ist eigentlich ein Zahnrad nur mit eckigen Zähnen, weißt du? Wie stellt man das her? Also, es gibt zwei Möglichkeiten, die also relevant sind. Das eine ist tatsächlich Fräsen. Fräsen. Ich schreibe das mal hin. Fräsen. Mit einem Profilfräser. Ja? Du könntest es aber auch Abwälzfräsen machen. Weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Ich glaube, Fräsen wäre mit einem Profilfräser, Nut für Nut, wäre das Einfachste. Würde man so machen. Fräsen. Was hast du noch gesagt? Erodieren wäre technisch möglich, aber die Oberflächenqualitäten würden wir nicht ganz so genau hinkriegen. Oder sehr schwer. Weil du müsstest beim Erodieren kreisförmig da in der Richtung gehen oder du müsstest hier wirklich, also wie beim mit einem Profilteilchen dich da rein erodieren. Vergiss es, erodieren fällt aus. Fräsen, stoßen hattest du gesagt, ne? Stoßen wäre auch möglich, wäre aber nicht wirtschaftlich bei größeren Stückzahlen. Wie würde ich das machen, als alter Mann? Ich würde das räumen. Was ist räumen? Magst du das mal googeln, bitte? Da hast du praktisch ein Profil. Eine Schneidmutter, könnte man beinahe sagen, wo du dann das Rohteil so durchschiebst und dann wie so ein Tannenbaum die entsprechenden Profildinge angearbeitet werden würden. Weißt du, jetzt eine Art Schneidmutter, wo dieses Profil verkörpert ist und dann schiebst und dann sind die Zähne außen erstmal klein und die werden nachher immer kleiner, wie so ein Tannenbaum. Magst du räumen einfach mal googeln, wenn wir hier beide fertig sind, dann hast du das nämlich für dich erledigt. Mein Favorit wäre hier räumen. Aber fräsen wäre genauso möglich, hängt am Ende des Tages davon ab, welche Maschine man so hat. Weißt du? In beiden Fällen brauchst du einen Profilfräser oder eben eine Räummutter oder wie man das Ding da nennen will, weißt du? Ein Räumhohl heißen die, glaube ich, sogar, die dann entsprechend das dann verkörpert. Spezialwerkzeuge sind es dann. Wenn du räumst, kommt da sowieso eine vernünftige Oberfläche raus, weil die Räumnadel macht es halt einfach. Aber ich würde es ja trotzdem hier hinschreiben, dass die Mindestprofilanforderung hier gegeben ist. Weißt du noch, auf welcher Seite das gewesen ist hier, dieses blöde Keilprofil? Alter. Keil 252. So schnell geht das nämlich, wenn man das alles wieder vergessen hat, weißt du? Weil manchmal sind auch Anforderungen in der DIN hinsichtlich der Oberflächenqualität gegeben. Und ganz ehrlich gesagt, ich sehe hier nichts. Und damit ist das ein Fehler, den er gemacht hat, wo ich dann auch sagen würde, geschliffen braucht das nicht zu sein. Aber wenn er das hier hingeschrieben hat, verstehst du, dann hätte ich normalerweise jetzt hier sofort auch die entsprechende Oberfläche hingeschrieben. Denk dran, steht immer senkrecht auf der Oberfläche. Und dann muss hier praktisch das Ding kommen und dann gehört da jetzt zum Beispiel
R, das ist sehr glatt. RZ1, schreib doch dein RZ1 dahin. Weißt du? Keine Ahnung. Das wäre die Anforderung. Und zwar nicht auf diese blöde Härtung, sondern hier auf diese entsprechende Oberfläche. Einverstanden? Vielleicht wäre es besser hier gewesen. Du siehst schon, falsch hingemalt, hier wäre besser gewesen. Einverstanden? So, Freund der Sonne. Gibt es noch was, was du wissen musst? Oh ja, du siehst, wir sind schon 5 Minuten über unsere blöde Scheißzeit. Ich kann es ja nicht ändern. Und ich weiß, es reicht nie. Was ist mit diesen Form- und Lagetoleranzen? Also ich war dabei gewesen, habe gedacht, okay, das habe ich kapiert, so halbwegs und einen Fehler wieder gefunden. Das habe ich auch kapiert, Projektionsmethode, habe ich alles durch. Fehler habe ich da auch nochmal gefunden. Fassungstabellen brauche ich nicht beistellen, die musst du in der Norm selber nachgucken. Wir fehlt noch was, was war das eben gewesen? Form- und Lagetoleranzen. Freimaßtoleranzen hatten wir schon und jetzt kommst du praktisch hier mit dem ganzen Mist hier an. Und das möchte ich gerne mal wissen, was das hier eigentlich ist. Form- und Lagetoleranzen. Alter, wir schaffen von dem, was wir machen wollten, gar nichts. Ich wollte dieses Teil auseinandernehmen, verstehst du? Und dir eine Beschreibung noch liefern, aber ich bin hier hängen geblieben in diesen scheiß Zeichnungen. Ich weiß nicht warum. War das nicht interessant oder was? Naja, wenn man es kann, ist es gut. Wenn man auf Lücke spielt, ist ja alles gut. Da sie, guck einfach nach. Form- und Lagetoleranzen findest du hier unter K. K sind Form- und Lagetoleranzen. Am Ende, Junge, Ende K, zurück. Weil ich fange jetzt an, schnell zu arbeiten und dann kommen solche kleinen Unsauberkeiten da rein. Ich habe eben zwei Kreise gesehen. Ich habe eben zwei Kreise gesehen. Das ist hier Konzentrizität oder Koaxialität. Keine Ahnung, was meinten der jetzt eigentlich? Naja, wenn es um eine Fläche geht, wenn es um einen Zylinder geht, nehmen wir das hier. Was bedeutet das denn, bitteschön? Das bedeutet, du hast doch aber nur das hier gehabt. Dann bleib doch bitte bei dem. Ich habe es doch eben hier gesehen. Da, irgendwo, wo war das hier? 0,02 zu A, da steht es noch. Also, der hat hier irgendwo den Schnitt an der Stelle genau. Das bedeutet, die Oberfläche gilt für, oder ist der Bezugspunkt, und der, so musst du es jetzt mal lesen, der Bezugspunkt, hier siehst du, die Linie geht so durch, ist jetzt genau die Mitte. Das heißt, das ist die Bezugsebene, auf der alles ausgerichtet ist. Das heißt, es gibt wohl irgendwo noch einen zweiten Kreis. Wo ist denn A? Wo ist die Bezugsebene A? Muss er irgendwo hingeschrieben haben? Irgendwo muss die Bezugsebene A hingeschrieben worden sein. Ich kann sie nicht erkennen. Du? Nee. Habe ich das unten weggehauen? Nee, ich sehe da keine Bezugsebene A. Ja? Da, Alter. Siehst du selber, ne? Das heißt also, hier hast du einen Kreis und da hast du einen Kreis. Und beide Kreise sollen gewissermaßen, ich hätte beinahe gesagt, so ineinander passen, weißt du? Rund ineinander passen. Das heißt, so, dass sie hier, dass dieser aufgespannte Toleranzrahmen 0,02 Millimeter nicht überschreitet. So, und diesen Toleranzrahmen, den misst du immer mit so einem Feinzeiger, wo er rauf und runter geht. Das heißt, diese 0,2 sind praktisch der Abstand von einer Linie zur nächsten. Steht das hier auch irgendwo, verdammt? Oder philosophiert er hier nur wieder? Der Mittelpunkt der Bohrung muss innerhalb einer Toleranz eines konzentrischen Kreises liegen. Na, verstehe ich jetzt nicht. Der Mittelpunkt der Bohrung. Der Mittelpunkt der Bohrung muss innerhalb eines Kreises liegen. Ja, habe ich verstanden. Das heißt also, dieser gedachte Mittelpunkt muss 0,02 Millimeter umhertaumeln. So bedeutet das das. Bist du sicher? Ja, ziemlich. Das heißt also, warum das dann hier so mit zwei Kreisen bezeichnet ist, heißt eigentlich, dass dieser Punkt und dieser Punkt beide genau zueinander passen müssen. Denn das war ja hier auch der Bezugspunkt hier. Weißt du, diese beiden Bezugspunkte, wenn die jetzt, und du guckst dir die Kreise dazu an, sozusagen, dann müssen die gewissermaßen in dem Toleranzrahmen liegen.
Gemessen wird das, indem man praktisch das Bauteil auf der einen Seite festhält, genau ausrichtet und dann praktisch genau guckt, dass die Dinger dann auch wirklich zueinander passen. So ist die gedankliche Ansage. Konzentrizität. Man könnte es auch mit Rundlauf machen. Aber wenn die Teile nachher weg sind hier, dann kann ich nichts mehr prüfen. Dann kann ich das Bauteil nicht mehr festhalten über Zentrierspitzen oder sowas. Sondern dann muss ich es hier aufnehmen, auf dem Prisma vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber das findet meistens auf Rundlaufmaschinen statt. Dann nimmt man das hier unten auf, dann wird das Teil so lange ausgerichtet, bis das Minimum an Abweichungen gefunden wurde und dann fährt man beide Kreise eben entsprechend ab. Und dann sieht man das. Aber das gilt jetzt hierfür. Das heißt, hier richten wir aus, da messen wir. Das sind diese beiden Doppelkreise. Was bedeutet dieser Kreis hier? Okay, das heißt, das hier soll zylindrisch sein. Jetzt muss ich aber erstmal genau gucken, das ist das hier vorne. Warum er das zylindrisch haben möchte, verstehe ich. Das ist eine Formtoleranz. Soll einfach, wenn du es durchdrehst, wieder mit der Messuhr gemessen, darf nicht mehr als 0,01 mm rauf und runter gehen. Aber das wird mit dem Feinzeiger gemessen, Messuhr ist dazu ungenau. Okay, haben wir noch mehr? Übersehe ich, gibt es hier noch ein paar andere? Na, komm schon. Form- und Lagetoleranzen. Ich sehe jetzt im Moment keine. So, und dann denke ich mal, sehen Originalgröße A3. Das ist ja vielleicht ganz gut, wenn du das dann im Original auch hast. Wir haben hier nur die kleine verkürzte Variante. Und so lesen wir diese blöde Zeichnung. So, also für dich selber möchte ich, dass du die Passfedern nochmal kontrollierst. Das ist nochmal ein neues Thema. Ich meine, ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auf die Zeit. Wir sind jetzt schon fast eine Viertelstunde drüber weg und ich sage mal, ich kann noch eine Viertelstunde länger quatschen. Das wird uns hier nicht weiterhelfen, verstehst du? Wir werden immer noch an einer Stelle stehen und sagen, ja, das muss noch und das muss noch und das muss noch. Dafür haben wir tatsächlich noch ein paar Stunden Zeit, um an der Stelle so weiterzumachen. Und ich verabrede, also ich würde an dieser Stelle so erstmal so ein Break machen wollen und gucken, was wollen wir das nächste Mal machen. Also ihr seid jetzt hier allesamt am Start. Ich habe das bis hierhin aufgenommen alles. Muss dann hinterher wirklich das alles nochmal einpixeln. Das ist voll scheiße, aber du hast dann wenigstens meine Sprache und dies, was da erklärt worden ist, müsste irgendwie gehen. Ich würde gerne euch auch dann nochmal dazu befragen, welche Erfahrungen ihr damit so habt. Was machen wir das nächste Mal? Das wäre so ein bisschen meine Frage, worauf wir uns vorbereiten sollen. Also das nächste Mal zum Beispiel steht bei mir Demontage, Montage, weil ich weiß schon immer, wir schaffen es nicht. Ich würde gerne an dieser Zeichnung wirklich weitermachen und sagen, lass uns doch einen Demontageplan machen von diesem Teil, das wir hier haben. Wie gehe ich vor, um das Teil auseinanderzubauen? Ja? Um die Antriebswelle gewissermaßen freizulegen. Wäre das eine Idee? Also, ihr könnt, also mir fällt auch nichts Schlaueres ein. Also die anderen, ich sag mal, ich habe ja auch so ein HQ-Videopaket. Da haben wir ja schon die ganzen Demontagepläne für andere, für die Fliehkraftkupplung und so weiter drin. Und ich weiß nicht, ob sich einer von euch gekauft hat oder nicht. Keine Ahnung. Da kann man also, ich sag mal, diejenigen, die es haben, können es halt also da an den Teilen schon mal nachlesen und so weiter. Und hier ist es ein ganz neues Ding. Wir werden Festlegungen treffen und sagen, okay, wir ziehen das Ding jetzt raus und werden einfach hier diesen kleinen Konstruktionsfehler mal übersehen. Das heißt also, irgendwie werden wir das Teil rausziehen und so weiter und so weiter. Ich habe auch keine Ahnung, was man da jetzt alles im Detail alles machen wird. Die Aufgabenstellung wird sein, demontieren Sie diese Antriebswelle und kontrollieren Sie die Lager und hier den Schiebesitz und die Kegelräder auf Funktionsstörungen oder irgend sowas oder auf Beschädigung oder irgend sowas. Ne? Könnte ja auch sein, dass es heißt, ja, das Gerät, die Getriebe macht Geräusche, kontrollieren Sie die Kegelräder oder irgend sowas. Ne? Das wäre ein Thema und ich gucke gerade noch weiter drauf. Demontage, Montage, naja, Montage geht immer andersrum. Das alleine wird nicht reichen, weil ich weiß, dass wir so eine Stunde vielleicht brauchen, um diesen Demontageplan mit all seinen Spezialitäten, die jetzt sonst auch in den Musterlösungen nicht drinstehen, zu besprechen. Aber dann wird noch ein zweiter Part dazukommen, vielleicht, wo wir vielleicht noch was machen können,
Vielleicht greifen wir dann tatsächlich nochmal diese Form- und Lagetoleranzen auf, aber uns wird da schon was einfallen. Denn wie das hier jetzt geprüft wird, HRC, habe ich dir alles noch gar nicht erzählt. So schnell geht das ja auch alles nicht. Insofern auch diese Lageanordnung kannst du ja schon selber mal gucken. Wenn du O-Anordnung gehört hast, dann weißt du vielleicht schon so ein bisschen, wo du auch suchen musst. Denn bei Lagern ist das auch so. Und die Werkstoffe haben wir hier noch gar nicht beredet, außer den 16 Mankro 5. Dass das hier ein Gussteil sein soll aus GJL, das weiß ich, habe ich eben ja gelesen. Das diskutieren wir dann an der Stelle weiter. Wäre das so in Ordnung für euch? Dann bin ich zumindest halbwegs zufrieden. Ne? Sven, was denkst du? Bist du auf meiner Seite? Also wenn ihr jetzt, wenn ihr noch andere Ideen habt, seid so lieb und schreibt mir einfach. Ich mache das ja hier für euch, nicht für mich selber. Das merkst du ja auch tatsächlich selbst auch. Und war das denn so okay für dich? Adam, was denkst du? Konntest du damit was anfangen? Alina, ich frage einmal so durch. Alina, was denkst du? Okay, alles klar, super. Vielen Dank für die. Jens, was ist mit dir? Ja, ich werde hier mal so einen Spenden-Button einrichten, dann kannst du spenden, ne? Genau. Aber ich freue mich natürlich, ja, für alle. Peter, was ist mit dir? Kam das auch rüber? Und Sergej, du bist so weit weg. Ich glaube, hat das so deine Erwartung erfüllt? Weil ich sag mal, bei Haku ist es immer so anders als wie bei dem scheiß NTG. Da kannst du sagen, ja, NTG wird runtergerockt, fertig. Und bei Haku, da verfängt man sich manchmal im Detail und muss aus der Detailliebe auch mal wieder ausbrechen, weil sonst kommt man nicht weiter. Also das ist immer ziemlich schwierig, anstrengend, aber auch hoffentlich ziemlich informativ, ne? Okay. Freunde, dann schmeiße ich euch raus. Ich werde das hinterher rippen. Sei nicht enttäuscht, wenn der Scheiß nachher nicht mehr richtig leserlich ist, weil die verhaften mich, die Arschgeigen. Es sei denn, ihr unterschreibt mir die Strafe, die ich kriege, zu bezahlen, dann kriegt ihr es im Original. Weißt du, aber das willst du nicht. Da reden wir über 50.000 Euro und so Scheiß. Die haben mich schon mal abgemahnt. Bitte? Die kriege ich auch, die darf ich auch nicht verschicken. Das ist mein leidiges Thema. Ich darf es nicht tun. Darum hatte ich gesagt, wenn einer die Zeichnung von euch hat, ich schreibe euch ja immer die Einladung immer nur persönlich an euch heran. Jeder Einzelne kriegt eine Einladung, aber für mich ist es eine Sammelmail, wo ich die anderen Adressaten unterdrücke. Aber ihr könnt euch ja den Scheiß untereinander austauschen. Ihr seid ja jetzt hier. Verstehst du, was ich meine? Aber dann will ich von euch das Okay haben, dass ich die E-Mail-Daten von euch verschicken darf. Weißt du, dann kann ich mich ja einfach mal aus Versehen blöd stellen und sagen, oh, jetzt habe ich aus Versehen an alle gesendet und jeder kann sehen, was ist, dann könnt ihr untereinander euch die Daten austauschen. Das meine ich. Verstehst du? Denn ich bin. Also dann würde ich, also wenn jetzt einer widerspricht und sagt, nein, meine E-Mail-Adresse bleibt bitte meine, dann würde ich mir das jetzt hier gleich notieren und sagen, gut, der fliegt raus oder die fliegt raus, weil ich will hier nicht irgendwie, was weiß ich, über eure Mäuler hinweg entscheiden. Da habe ich keinen Bock drauf, weißt du? Das ist ja wirklich auch eure Sache. Wenn ich nichts höre, geht das an alle raus. Ansonsten musst du mir das jetzt sagen, was ja auch durchaus verständlich ist. Ich sag mal, manchmal möchte man da nicht wie so ein bunter Hund gekennzeichnet sein. Dann könnt ihr euch alle anschreiben und sagen, kann mir einer mal bitte die Daten zuschicken? Und ich glaube, hier in diesem kleinen Kreis, die IHK jagt mich, euch nicht. Verstehst du? Weil die in mir so einen Spreader sehen, ne? Und ihr seid da mehr so die Teilnehmergarde. Darum werden die euch nicht verfolgen, sondern wenn, dann geilen sie sich an mir auf, ne? So, das ist schon so. Dann schicke ich das an alle und fertig ist. Machen wir so? Dann wünsche ich euch, also halt, Moment, bevor wir weggehen. Das nenne ich immer Bruderkuss. Das heißt also, das nächste Mal, der nächste Termin wird sein, damit das für alle klar ist, der 17. 9. 23. Ich weiß nicht, ob das jeder mitgekriegt hat. Einen Termin musste ich verschieben, nämlich vom nächsten Wochenende, weil da sind wir eingeladen und müssen irgendwo so einen 65-jährigen Geburtstag feiern, wo ich mich schon auch drauf freue. Ich habe den nächsten Termin auf den 17.9. gelegt und ursprünglich war einer frei gewesen. Da ist er reingerutscht. Ist das bekannt?
Okay, ich hätte. Also der 17.9. ist der nächste Termin, aber ich lege euch dann jetzt auch dann dazu nochmal den aktuellen Terminplan mit bei. Einverstanden? Also nur dann nicht, dass ihr denkt, wir sind nächste Woche drauf und das ist immer Kacke, wenn man sich irgendwie was vornimmt und dann passiert da was nicht. Das ist echt scheiße. Ich hasse, das sind so organisatorische Unschönheiten, die man einfach nicht braucht, ne? Ist einfach so. Okay, Freunde, jetzt aber raus und sonst ist das Wochenende gleich vorbei, ne? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, schönen Start in die Woche. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Jo, gerne.